Hallo, herzlich willkommen. Bisschen spät, sorry. Hallo, herzlich Oh, willkommen. muss Bisschen auch spät, nochmal hier sorry. den Browser leiser machen. So, perfekt. Ja, herzlich willkommen heute Abend zum Banger-Spiel vom Competitive zwischen IOTA InSport und Kappa InSport. Und ihr werdet gleich alle sagen: Hä? Das ist doch nicht IOTA InSport. Und dann werde ich sagen: Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber Omega heißt jetzt plötzlich IOTA. Und Ja. ich habe auch keine Ahnung, wieso. Die haben ja nicht nur drei Spiele schon als Omega bestritten und jeder kennt die jetzt nicht schon als Omega. Aber ja, keine Ahnung. Die Ich war haben auch die verwirrt. Spots auch gewechselt jetzt. Oder ich habe gesehen, dass der IOTA-Spot jetzt befüllt ist mit den alten Omega-Roster. Beziehungsweise, ja, es ist, wie es ist. Kukai. Also IOTA ist jetzt Omega und Omega ist jetzt IOTA. Ne? Und ja, Ja. Kappa bleibt aber immer noch Kappa. Das ist heute der Gegner. Die Turtles, ehemaligen, die sind jetzt hier am Start. Und das ist natürlich ein wichtiges Game, gerade im Hinblick, dass beide schon gegen das Main Team verloren haben. Ist jetzt natürlich die Frage, was passiert dahinter? Wahrscheinlich ist es, ich weiß nicht, ob es genau ähnlich wie in der Hardend-Gruppe ist, dass man nochmal ein Finale unter ersten und zweiten spielt. Deswegen ist es hier wichtig, auf jeden Fall jetzt mal Punkte zu holen. Ne? Ja, genau. Und auch mal den Machtunterschied oder Stärkeunterschied oder wie es auch immer ist, in welche Richtung es jetzt geht, zu sehen. Ne? Sind auch schon im Draft. Es geht schon direkt Genau, los ja, und. wir sehen es hier. Gucken wir nochmal, machen wir nochmal deine Cam an, so, deinen Namen oder dein Game Tag und dann sind wir jetzt auch Irgendwas. bereit. Und wir sehen den Nautilus First Pick. Ja. Gerade Kappa hat ja schon gezeigt, den Midlane Nautilus, Fresh Outer MSI mit dem Botlane Karthus etc. Also ja, Flex Pick hier für Kappa. Auf der anderen Seite wäre Xayah, Rakan nicht available. Xayah wurde schon rausgebannt, aber Jinx. Und ich habe es immer wieder in den letzten Tagen, in den letzten Casts gesagt, Jinx für mich, Pick or Ban, die hat man jetzt hier auf Seiten von Kappa offen gelassen und von IOTA. Jetzt muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen und den nimmt man sich hier direkt. Ja, fällt mir schon richtig, dass der First Pick hier der Nautilus ist. Also, dass der Draft schon im ersten Game in die Richtung geht. Da Krypma den ja auch spielt. Ich weiß, das ist halt Supportrolle, aber er spielt ja auch die Seju. Also, ich glaube, der würde alles in die Mitte packen. Und Kappa hat das erkannt und pickt den halt als erstes, ne? So, ich mach eben kurz nochmal Promo. Man nimmt hier die Ja. Kaiser Seraphine. Also auch da weiterhin Flexpick Seraphine offen Ja. gelassen gegen Ahni. Also da hat IOTA vielleicht etwas geplant. Ansonsten finde ich es das interessant, dass wieder Karma diesmal Seraphine vorgezogen wird. Letztes Internals-Spiel war es tatsächlich anders rum und Karma wurde in der Mitte eingeloggt im zweiten Game. Also ja, jetzt, also die Seraphine ist natürlich noch flexbar. Wie gesagt, könnte selbst noch auf die Botlane gehen, aber ich denke mal, es Ja, wird hier also. Ahni Midlane Seraphine werden. Ja. Zeichnet sich ja schon ziemlich ab mit so Kaiser mit dem Standard Nautilus hier und halt die Seraphine, die man kennt von Ahni in der Mitte, ne? Also ein Flexpick, denke ich, ist da zum größten Teil aufgelöst vor der zweiten Bannphase hier. Und den Ziggs als Antwort. Genau, hat eine gemütliche Lane, clearen vor sich hin beide Midlane-Picks. Und wird dann erst interessant, wenn sie in den Teamfights scheuen. Auch fertig. Dann gucken wir jetzt noch mal. Genau, und jetzt fokussiert man auf Seiten IOTAs. Jungle Buns, die gut synergieren oder Synergy haben mit der Seraphine. Und die Top-Lane-Picks von, warte eine Sekunde, Kriegergon werden noch rausgepickt. Ne? Man sieht hier eine Irelia mit 100 Games, 63% Winrate, die will man natürlich nicht auf der Top-Lane haben. Und die Poppy haben sie auch noch raus. Ich denke mal als Jungle-Top-Flex-Pick. I guess. Ja, Was und jetzt muss entscheidet man etwas eigentlich? blind picken. Ich denke, jetzt wird es jetzt Ja. hier der Jungler werden. Macht keinen Sinn, Toplane noch blind zu picken. Oder außer man hat noch was Flexbares. Aber Sejuani, Gragas sind schon raus. Nautilus hat man drüben. Deswegen wird es hier der Jungle Pick. Die Vi wird gehovert. Point and Click CC. Immer nice to have. Auf der anderen Seite hat man mit Nautilus ähnliches mit der Ultimate. Ja, fällt mir gut. Man braucht jetzt natürlich auf der Topline eher noch eine Frontline auf Seiten von Kappa. Von IOTA. Auf der anderen Seite muss ich auch mal gucken. Naga
Natürlich da auch nur ein Stand, denn man ist immer noch auf der Suche nach einem Toplaner, aber ich glaube, ich habe ihn eigentlich als Midlaner in Erinnerung. Da weißt du auf jeden Fall mehr als ich. Er hat auf jeden Fall viel Sein gespielt in letzter Zeit. Ja? Okay, vielleicht hat er auch gewollt oder sowas. Ja. Ja, stimmt. Sehr viel Silas, Jax. Und man Renekton, genau. Und der wird auch eingeloggt hier. Ja. In der Solo-Queue mit einem Ignite. Ich bin gespannt, ob er den auch hier mit Ignite auspackt. Wird natürlich dann makro-wise schwieriger. Hat natürlich dann mehr Pressure, aber in der Lane. Da kommt ein Quinn-Hammer, würde mich wundern jetzt, aber natürlich auch Hypes in das Matchup hier. Ich denke, man wird sich hier für eine Frontline entscheiden, genau, ja. Also macht mit dem Draft halt auch einfach nur Sinn. Man hat den Engage, den Follow-up auf, also Follow-up auf On und Rakan oder Engage auf Y und On. Und hat hier zwei scalende Carries, ne? Also die können im Midgame natürlich schon was tun und machen, aber Scaling ist natürlich stärker. Ja, ich würde den Draft hier tatsächlich dafür auch an Iota geben. Gerade Richtung Scaling, du sagst es, mein Stichwort hier auch, für Iota mit der Ornn, mit der Jinx. Beides natürlich, oder Ornn auch noch mit der Ornn, Scaling-Faktor. Auf der anderen Seite Renekton, ähnlich wie ein Lee Sin, so ein klassischer Champion, wo man sagt, später, der wird outscaled. Ja, der ist ein Lane-Bully, der ist auch super scary auf der Lane, wird versuchen, da ahead zu kommen, aber später eben nicht mehr ganz so gefährlich. Kha'Zix auch, competitive-wise, naja, nicht der leichteste Champion zu executen, hat jetzt ein paar Buffs erfahren tatsächlich, hat Lenny wahrscheinlich drauf gewartet so ein bisschen. Wir haben auch Maestro Easy damals zu Anfangszeiten von dem alten Yota-Roster immer gesehen, wie er den Champion sehr, sehr gut mit dem Team auch ausgespielt hat. Immer wieder so ein bisschen, ja, Frontline, auch immer rein, raus in den Teamfights. So musst du dann ein bisschen kreativer sein in den Teamfights. Du musst vielleicht auch auf einzelne Picks schauen. Und auf der anderen Seite ist dein Teamfight natürlich super, super scary. Natürlich, Ahnys Midlane Seraphine ist natürlich auch scary. Ist fast schon OTP mit der Karma gewesen. Ich habe es vorhin angesprochen. Da ist jetzt der Faktor, der mir auf der anderen Seite nicht so ganz gut gefällt. Six ist immer so eine Frage, ja, je höher du in die Elo kommst, desto ein bisschen useless wird der Six, da du eben ja, sehr, sehr davon abhängig bist, die Skillshots auch tatsächlich zu treffen, um zu pokern, um diesen, ja, Early Game Tower Zerstörer auch auszuspielen. Also der Midlane-Pick, da hätte ich mir lieber noch so eine Syndra oder irgendwas, Victor, irgendwie sowas noch gewünscht, anstatt dessen Six. Und da bin ich gespannt, wie man den ausspielt. Ja, ob der Six halt genug Value bekommt, ne? Richtung Late Game gegen die Seraphine auch mit ihren Heals. Genau. Nur kommt es mir so vor, als würde Kappa hier gar nicht Richtung Late Game wollen, ne? Also, die haben alle Tools hier gedraftet, Early Power, Early Skirmish zu spielen, vor allem mit dem Nautilus. Ich denke auch viel von dem Spiel wird davon abhängen, wie hier, pardon me, mit Minderell oder gegen Minderell roamt. Oder das answert auch im Early Game. Weil der Nautilus will natürlich, spätes Early auch viel mache, zusammen mit dem Kha'Zix natürlich. Ja, auf jeden Fall. Gerade der Rakan into Nautilus, das hat man bewusst auch gedraftet im Battle der Supporter, beziehungsweise war da Nautilus ja noch ein Flex-Pick. Aber ja, eigentlich schon jemand, der selber engagen will, der CC'en will. Auf der anderen Seite Nautilus kann das eben auch sehr, sehr gut countern. Und Lenny hat eben jetzt die Auswahl, nicht so wie auf der anderen Seite, wo man eher auf die Botlane spielen will. Da oben ist ein Ornn, den möchtest du eigentlich nicht ganken, ist deine Weak Side. Auf der anderen Seite hast du auch die Möglichkeit, den Renekton hier zu Strong Side werden zu lassen, zu carry zu lassen. Ist ja auch damals mit Byron immer so ein Carry-Toplaner gewohnt, Kappa in Sport. Und von daher vielleicht auch mal eine Möglichkeit zu sagen, hey Baruki, du musst jetzt mal ein bisschen alleine suffern und wir unleashen den Nautilus auch auf die Map. Wundert mich aber auch ganz ein bisschen, weil ich habe mir die OP.GGs angeschaut und ich sehe hier auf jeden Fall zwei sehr gute Fresh-Spieler. Ja. Okay. Also, dass der Pick gar nicht beachtet wurde hier im Draft, finde ich ein bisschen komisch. Aber vielleicht wird man ab dem zweiten Game dann adaptieren, wenn ein Team merkt, es hat nicht so funktioniert. Ja, Iota will natürlich einfach den Wind aus den Segeln nehmen von Kappa, meiner Meinung nach. Im Early Game. Du hast ja keinen Jenner oder sowas. Ja. Wir haben auch keinen Pirat hier im Spiel, aber trotzdem geht es ins Segel. Ach, das Omega-Roster wurde zu Iota? Ja, ich habe auch keine Ahnung, wieso. Finde das auch nicht so geil, aber ja, wir müssen die wissen, ne? Wir müssen jetzt mit dem Rebranding arbeiten. Das wird uns wahrscheinlich noch passieren, dass wir das ein- oder zweimal verwechseln. Aber wir gehen gleich rein. Zwischen dann Iota in Sport
und Kappa in Sport. Das andere Roster, da weiß ich auch noch gar nicht so viel drüber. Also dann von Omega jetzt. Müssen wir mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall ein Hype-Matchup. Kripma in der Mitte gegen Arnie, unten zum Beispiel Pardomi gegen Münde. Ja. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal casten darf. Wem gibst du das Game jetzt? Laut, also ich einfach würde, nur draftmäßig? Iota. Wegen dem Late Game auch. Ich denke, Early Game ist es schwierig, der K6 ist schwierig. Ja. Six, wie gesagt, gefällt mir nicht als Teil, aber das ist nur die einzelnen Komponente. Da gehe ich dann direkt auf Kappa hier. Oh, also okay. Ich glaube, also ich denke schon, dass die in der Lage sind mit dem Draft, wenn sie sich dann auch so zurechtgelegt haben, da im Early auf jeden Fall aggressiv was zu machen. Ja, schauen wir mal. Und das zu Snowballen. Snowballen und Early Game was machen. Mal schauen. Genau, die lasse den Nuno raushängen hier einfach. So wie ich mein Dialekt raushängen lasse. Und ja, deswegen wollte ich es auch casten, einfach das höhere Niveau hier. Ja, ist ja auf jeden Fall... haben wir auch von, viel, von beiden Teams gesehen. Gerade auf Seiten von IOTA hat man jetzt langsam sich schon gefunden. Beziehungsweise hat er gegen Main Team sogar 1-0 auch geführt durch diesen Late Invade, also auch Level 1. Bin ich gespannt, ob man hier wieder direkt ja, also so seinen Ruhm verteidigt, den man sich jetzt aufgebaut hat und ob Kappa dafür bereit ist. Finde ich gefährlich als IOTA hier. Flip Level 1. Ich bin halt natürlich gespannt, wir haben schon zwei Siege in den Internals gesehen, haben sie aber auch in dem Turnier von Prime League gesehen. Genau, in dem Season-Cup. Da haben sie natürlich ein schweres Matchup bekommen. Ja. Ich will halt wissen, wo sie ungefähr stehen jetzt. Das vorab, bevor der nächste Split losgeht. Weil bis jetzt haben sie gegen Main gespielt und gegen CB. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Und ja, schwierige Matchups. Und jetzt mal gegen Elo-technisch Augenhöhe, würde ich schon behaupte. Ja, Jihad Bärchen, willkommen, danke für dein Lob. Oben sehen wir Kyle Gaming, also auch Naga möchte hier so ein bisschen scalen. Mit seinem Kyle hätte er natürlich auch Doran's Blade gehen können. Ignite hat er sich drauf verzichtet, wir sehen beide unterschiedliche Sums auch auf den ADCs, gerade gegen Seraphine. Aber beide ist auch eigentlich das Einzige mit der Ultimate, was du hier so richtig cleansen kannst. Das wundert mich dann doch vom Brett, hätte ich mir doch tatsächlich einen Exhaust gewünscht, wenn ich so recht überlegen. Oder eben das Ghost, wie Swarovski getan hat. Gerade gegen K6 hätte mir ein Exhaust hier sehr, sehr gut gefallen. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, das ist auf jeden Fall nicht Wind aus den Segeln, nehme. Das Glens wird nicht viel bringen, denke ich, in 3v3 um Early Drakes, falls sie die überhaupt contesten wolle. Ich bin leider ein bisschen enttäuscht, dass Kappa hier nichts macht, Level 1. Sondern für den normalen 5-Mann-Cover gegangen ist. Genau, beide Seiten. Man hat, ist tatsächlich aber für den Botlane Schieß gegangen. In den ersten Busch wurde auch nicht gespottet, aber man findet keine Gelegenheit zu hooken. Da hat man sich sehr, sehr gut hinter der Minion-Welle versteckt. Aber Level 2, man Mineral frettet den Hook. Spielen wir dann nochmal gegen dieselben bei den Turtles? Nein, also da... dann und dann also, nochmal umnehmen. Nochmal, das stimmt, ja, aber im Gage. Dann, ja. Schnell neutralisiert von Pardon Me. Bisschen Damage getradet, aber alles zu erwarten hier von so einer Botlane. Ah, Level 2 wurde nicht respektiert von Pardon Me. Der kommt zwar noch raus. Der Hook wird geblockt von Brady. Der Engage nochmal richtig gefailt von Pardon Me. Und die Botlane hier am Bluten für IOTA. Oh, das. Also das war sehr greedy, meiner Meinung nach, da noch das Level 2 forcen zu wollen, anstatt einfach zu respektieren. Jetzt kann hier der Kasek vielleicht sogar auf die nächste Wave nach einem Dive schauen, so low wie die Botlane ist. Ja, erste Game, was man von IOTA hier sehen, vielleicht ist man auch nervös. Ja. Man schaut hier nach dem Invade. Also ich denke nicht, dass... Okay, man respektiert es komplett seitens IOTA. Ja, Koulibaly. Hat es jetzt auch mitbekommen, dass die Wölfe gewardet sind. Muss hier wahrscheinlich seine Blue Buff aufgeben. Mal schauen, inwieweit er das noch contesten kann. Aber auch in der Mitte, Seraphine hat den Push. Von daher, Blue Buff wird genommen. Das ist natürlich schon ein kleines Desaster. Botlane wirkt sich jetzt auch schon an den Jungle aus. Aber Koulibaly, Flash Q gefailt. Oh, kriegt auch nicht den Smite raus. Mineral Flash jetzt für den Auto-Attack. Root Hook. Darf Pardomi mit dem Double Knockup. Wo bleiben die ADCs? Wo bleiben die Midlaner? 2v2 ist hier spannend. Pardomi sehr, sehr low. Lenny Flash hinterher. Wird dafür sein eigenes Leben aufgeben. Und das war gar nicht mal so schlecht für IOTA. Aber in der Mitte, schauen wir mal auf Kripma. Der ist jetzt auch low. Lenny, beziehungsweise Arnie hat da guten CC gefunden, aber wichtig, dass Koulibaly hier seinen Jungle verteidigen kann. Ja, also
ging viel besser aus für IOTA, wie es hätte sollen. Ne? Da war anscheinend nicht, da haben die haben anscheinend nicht mit diesem Psycho-Player gerechnet hier von Koulibaly. Ja. War aber auch wirklich riskant von Kappa, so früh reinzugehen, weil die Wave nicht wirklich gecrashed war. Also ich glaube schon, dass die Botlane da früher hätte moven können. Hatte ja dann funktioniert und dann doch nicht mehr. Also. Ja, man hat das große Problem an KS6 gesehen. Der hat natürlich Tanks auf Damage, aber das der Gegner muss isolated, muss alleine sein. Und sobald dort der Supporter dazu kommt, KS6 nicht mehr mit 4 Damage. Und jetzt geht man einfach mal schnurstracks auf Grigagon drauf. Der muss hier rausflashen. Die Wave ist ein bisschen awkward für ihn. Und daher bin ich jetzt gespannt. Aber man wird erstmal zum Rom zurückkehren. Also Lenny macht hier viel Action, genau das, was er auf den Champion hier machen muss. Ja, macht viel Action, aber pff, ziemlich ineffizient. Oh, in der Mitte Paromi, schöner Rom in die Mitte. Arnie hat noch Flash, aber die Kamera geht abseits. Ja, für den Flash kommt er da noch raus. Ganz, ganz knapp, aber wir schauen mal, ob die HP... nicht. Das sind hier 40 HP nur noch. Ja, also... kann ich mir gut vorstellen, dass der On, der Toplane, das nicht erwartet hat, dass K6 Top kommt. Man sieht den K6 mit einem Blue Buff in Waden und er nimmt ein Reset into Toplane, obwohl sein Buff da nicht ab ist. Also, jetzt waren die Camps Topside wieder ab, das kann man ihm ja lassen, aber das ist halt immer noch Level 1 oder der erste Red Buff, der da steht. IOTA wird ja auch jetzt Intel bekommen, dass der K6 jetzt sein Botside Jungle macht. Vielleicht haben sie jetzt ein Window, was zu tun, safe, vielleicht die Scuttler wird auf jeden Fall genommen. Mhm. Und auch der Renekton da moven, also man ist hier sehr, sehr aktiv auf der Map, früh im Game, was wir auch erwartet haben. Also sehr, sehr hohes Niveau hier, Lenny wird jetzt invaded von Koulibaly, der lebt hier im gegnerischen Jungle, beziehungsweise wurde ja zuerst invaded und kriegt jetzt den Rapper weg, kann sich hier redeemen. Ja. Also, Folgerung einfach nur daraus, dass der K6 da top gelaufen ist. Ja. Also, dass er nicht direkt seinen Rap-Buff nach dem Death genommen hat. Jetzt aber Koulibaly, trotzdem ist die Botlane da. Chompas, Knockup, CC-Chain auf den Nautilus, der hat hier keinen Spaß. Paromi ist doch relativ low, wird ignited, aber schöne Aggression von IOTA. Ja. Und Lenny geht einfach mal nochmal greedy zu den Crux. Da hat sich Koulibaly angeschlichen. Und die Bush-Taktik geht hier auf. Greedy, perfektes Wort, ne? Also man respektiert einfach nicht, dass IOTA erkannt hat. Und Granny wird jetzt auch noch gedeiht mit der Six-Ultimate. Das sieht hier eingespielt aus, ich hab's gesagt. IOTA scheint sich zu finden, beziehungsweise wie gesagt, Disclaimer nochmal auch an René. Das ist hier das alte Omega-Roster, die haben einfach nur den Namen jetzt getauscht. Und ja, aber man sieht, man ist hier auf einer Page, auch was diese Plays angehen. Botlane mit dem Jungler, sehr, sehr gut. Und Lenny wird da bestraft. Zweimal. Ja. Also jeder wurde bestraft hier. Die komplette Botside von Kappa wurde bestraft, weil sie den K6 auf den Raptors gesehen haben und wussten, er hat noch keinen Rap-Buff gemacht. Wunderschön gepunished. Ja. Ja, und dieser Zug eben in den gegnerischen Jungle, wir haben es jetzt auf beiden Seiten gesehen, der hat mir in den letzten Internals-Game bei Großes Soße gegen Black Roses gefehlt. Da hat man aggressive Champs gepickt mit der Bailwave. Ja. Und dann, aber man ist immer noch in diesem Patch drinne, ja, der gegnerische Jungle, da ist eine Wand vor, da kann ich nicht rein, das lohnt sich gar nicht. Aber wir sehen, man findet hier den Erfolg auf beiden Seiten, beziehungsweise geht es darum, den Buff zu stealen, den Gegner unter Druck zu setzen. Und ja, äußert sich jetzt in Kills, wir schauen mal aufs Gold, man hat jetzt schon... Ja, 500er Gold Lead, 4:1 im Scoreboard und gerade der erste Kill auch für Jinx. Und Jinx ist eben dieser Scaling-Faktor auch. Ja, also komplettes Desaster hier für Kappa im Early Game. Also genau das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollten. Ne? Wir haben ja immer noch den Six und die Jinx, die jetzt auch noch Gold ahead sind. Ja. Oder even immer noch. Und wir haben andere Stellen, die ahead sind, bevor ich jetzt was Falsches sage. So sollte man nicht gegen ein Scaling-Team im Early Game stehen, auf jeden Fall, mit dem Draft. Ja, schauen wir mal, wie man sich jetzt von diesem Invade-Botlane-Schock durchsetzen kann. Herald wird natürlich auch nochmal wichtig für IOTA, Stichwort Six, der kann hier die Tower früh nehmen. Renekton, ist das auch bewusst, hat jetzt gemerkt, dass Koulibaly da den Control Ward gesetzt hat. Mhm. Hat also wieder schaut er nicht, okay. Ja. Und jetzt also steht man aber den Rakan sogar hoch, als Paromi. Ja. Der erste Supporter, der hier hochroamt. Arnie wird auch von den Bomben getroffen. Unten kriegt man dafür jetzt schon die Platings. Ja. Man gibt hier den Herald for free ab.
Ja, Rakan muss nicht mal weiter top committen, weil Kha'Zix natürlich nach dem Crossplay schaut. Wurde richtig erkannt, er nimmt jetzt hier einfach den Early Drake, um wenigstens ein bisschen Scaling hier von Iota wegzunehmen. Meiner Meinung nach natürlich besser so, sogar. Also ich würde hier mit der Team kommen, die Iota hat, eher nach den Drake schauen. Dass man ja, hier mit dem Six, weiß ich nicht. Also da stimme ich dir eher nicht so zu. Mal schauen, was man jetzt gleich mit dem Herald anfangen kann. Aber mir gefällt vor allen Dingen der Herald für Iota hier. Der Rakete kommt nochmal, um auch Jinx zu spotten, praktisch Ash Arrow hier. Oder Ash Hawkshot. Ich bin mir halt nicht sicher, wie viel Iota machen kann, wenn ein Tower hier direkt genommen wird. Also goldtechnisch natürlich sehr gut. Man kriegt hier viel geimpft an Gold, aber der Six will ja auch nicht so weit in die Lane laufen müssen, um Push zu contesten. Also da vielleicht ein Fragezeichen, aber wir werden sehen, wie gesnowballt wird hier von einem der beiden Teams mit ihrem Lead. Ja, oben wird das Ornhorn gerufen, Call of the Forge God Dominus kommt auch raus. Der Flash aber wird gefolgt von Koulibaly's Point and Click Ultimate. Und ja, sehr guter Gank. Diesmal auch umgekehrt. Vorhin hat man nur den Ornflash bekommen, diesmal nimmt man das Rennington Leben auf der anderen Seite. Ja, schönes Spiel, schönes Play, gibt dem Ornn einen guten Reset. Weiterhin Botlane gepressured. Natürlich, wenn die Ryze sich Toplane zeigt, ja, dann denkt Fall. Sich hier Lenny, it's free real estate auf der Botlane. Auch die Jungle Camp. Aber schon was liegen. Endcore schön aus dem Busch von Ahni. Hat er einfach nicht kommen sehen. Beide Flashes und Brady kann das aber outplayen hier. Man hat zu wenig Damage wieder mit Kha'Zix. Der ist hier ein Problem für Kappa. Ja. Und Krippmann mit dem Roam findet auch seinen ersten Kill. Auf Minderell, mal schauen, ob man noch an Ahni rankommt. Der dodgt hier die Q richtig gut. Der dodgt auch den Lockup von Ahni, von Pardomi, aber wird abgeholt werden. Der nächste Kill für Brady. Desaster hier für Kappa. Alles, was man versucht hier viel, schlägt fehl. Ja, also weiß nicht, ob da die Kommunikation nicht gestimmt hat, weil wir haben die Kaiser auch weiterhin auf dem Botlane Tower gehabt. Versucht, Blades zu holen, anstatt mit dem Team zu spielen. Die hatten da auf jeden Fall, also Kappa die Numbers Advantage, aber, also wenn die Kaiser mit dazugekommen wären, aber, ja, jetzt hat man den Herald Botlane eingesetzt und bekommt wahrscheinlich den First Turret hier. Ja. Und das ist natürlich huge, man kann mit dem Herald eben diesen Fehler sofort bestrafen, eben mehr als auch nur Drake. Man hat den Six nicht mal auf die Botlane ziehen müssen für diesen Tower Damage, also huges Play und plötzlich eskaliert hier auch der Gold Lead 3k. Die einzige Synergy, die hier bleibt, ist, dass sie ihr am Ende bei Kappa. Ja, genau, riesen Goldspritze für die Jinx, enabled für die Midlane, falls die Midlane geht oder sieht gerade nicht so aus. Man ist sich noch ungewiss. Den Six mit dem Tower Damage auf den Botlane zu schicken, wäre halt auch natürlich ein Fragezeichen davor. Ne? Mhm. Ja. Ich glaube, man schaut hier nach einem Triple Swap mit dem Ornn zusammen. Ja, aber noch gar nicht unter Druck gesetzt vom Rennington. Ja. Wir haben zwei Ganks gesehen jeweils. Wie gesagt, der eine hat einen Flash, der andere einen Kill gemündet. Aber ja, Grigagon fühlt sich hier pudelwohl auf dem Ornn in diesem Matchup. Und ja, Rennington ist eigentlich dieser Carry-Champ, der outscaled wird. Das ist schon ein Risiko, wenn man diesen Champion einloggt. Und bis jetzt geht der auch noch nicht auf. Also im Isolated 1v1 hat er da nicht den Need, der nötig ist, gefunden. Ja, okay. Der Six defft sich jetzt die Botlane gegen die Botlane. Und Lenny kommt jetzt aber wieder auf die Toplane. Dominus geprockt, Call of the Forge God wird jetzt gerufen, aber Grigagon sollte hier sterben. Hat noch einen Flash versucht. 1v1 und da kommt ein Jinx. Ultimate und vielleicht schafft er das hier sogar. Flash nochmal raus. Lenny mit Smite und seiner Ultimate kann er Ornn abholen. Aber ja, das ist natürlich auch das Geile an Jinx mit der Rakete. Und jetzt ist Koulibaly da. Ah, und der Auto-Take, beziehungsweise der Flash geht hinterher mit der Ultimate. Da hat man noch mit dem Versuch, mit der Unsichtbarkeit zu arbeiten. Ist ein Tilter hier für Lenny, aber Koulibaly wieder zum Clean-Up-Bereich. Ja. Natürlich hier Verzweiflungsplays, jetzt würde ich sogar schon sagen, auf der Top-Lane gegen den einzigen Tank vom Gegnerteam. Andere Stellen gibt es auch nicht wirklich zum Angreifen. Also Iota hier sehr, sehr bedacht und spielen jede Lane ziemlich sicher. Der Six kann hier Botlane ganz easy halten, die Wave wird deleted, bevor sie den Tower sieht. Also was für eine Range. Ja, hat mich auch gewundert, aber ich glaube tatsächlich, Koulibaly's Flash
eine Pixel Perfect Sekunde früher als K6 Flash. Und dann ist er dann natürlich mit dem Flash näher dran, kann ulten, die Ultimate folgt natürlich dem Flash. Also war schon von Koulibaly natürlich ein bisschen glücklich, aber auch sehr, sehr gut gespielt einfach. Steht jetzt hier 4-0-3, also 7 von 10 Kill Participation und beantwortet diese Aggression von Lenny und negiert sie praktisch. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Also sieht so aus, als würde Kappa hier weiterhin für die Vision fighten und wollen auch den Drake hier, positionieren sich für den Drake hier. Natürlich mit so einem Gold-Defizit sehr noch gefährlich. Ab auf Naga, kann nicht gefollowt werden. Ja. Wir sehen Ornn im Fountain, beziehungsweise läuft er hier erstmal Richtung Drake. Die Bomben, schon ein bisschen hat kleiner Tipi. Poke. Bis jetzt trifft er noch nicht so viel von Krippmer, sage ich, und Minderell wird getroffen von der Bombe. Kappa forst hier den Drake, auf jeden Fall, sonst kommt immer nur Minderell mehr Poke rein. In der Frontline, auf der anderen Seite kommt das TP, man möchte das hier danach fighten. Radomi wird nicht gehuckt, aber doch gestunt irgendwie, was hat ihn gerade getroffen? Ich glaube, die Double E into Endcore in der Frontline, jetzt Minderell alleine, hinten stirbt Koulibaly 1 gegen 4, schönes 6 Ultimate, aber es ist ein 3 gegen 4. Man hat 2 abgegeben, nur 1 bekommen. Ani muss mit der Blastcon auch nochmal raus, hat er sehr gut gesehen, dass die ab ist. Der Root auf Krippmer. Und das sollte hier das Endergebnis des Teamfights sein. Call of the Forge Cup kommt doch nochmal durch. Man weiter möchte hier weiter chasen, aber man ist hier nur zu zweit und da kommt Maruki angerauscht. Ornn kriegt den Kill auf Seraphine, aber wird selber noch abgeholt werden. Also ich weiß nicht, was da Ornn und Krippmer sich noch gedacht haben. Ja, also super, super geil für Kappa. Ja. Natürlich sieht man ja, ne? Also den Drake zu forcen. Ja, Jota hat ja jetzt den Teamfight-Win. Ah, ne. Kappa, nee, aber Brevi kriegt Kappa. Den. Ah, okay, Brevi kriegt aber trotzdem Midlane Tower. Jo. Aber weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, ob das hier so worth ist, aber trotzdem für Kappa. Ich meine, man kann die Drakes hier stacken, gibt dem Scaling-Team nicht weiter Drakes und man kriegt Kills zurück. Also, der Fight war aber auch gut gespielt von Kappa, muss man sagen. Das stimmt. Seraphine Ultimate, Double E, haben sehr viel CC. Radomi jetzt mit dem Knockup gegen Lenny. Man hat hier dann T1 unten gegen den Herald nochmal getradet. Ja. Also, denke ich auch ein richtiger Call. Man nimmt hier, was man kriegt, ne? Obwohl man im Defizit ist. Ja. Ah, oben muss Naga aufpassen, der hat keinen Flash. Mhm. Hat auch in wenigen Sekunden erst wieder die Ultimate. Wir schauen mal, 7 Sekunden, mal schauen, ob er noch so lange über den kann. Aber da kommt auch Pardomi. Und es sollte hier der nächste Kill sein, ja. Aber auch das tradet man. Also es ist hier immer sehr hitzig, was Crossmap anbelangt. Oben wird jetzt der Herald gezogen mit Krippmer. Und Lenny muss aufpassen. Wird jetzt hier gedived werden. Krippmer ist da ready. Schmeißt die Bombe drauf. Und oh, dann hat super close. Eieiei. Und Lenny wird hier. Oh, da kommt sogar noch der Kaiser ab. Snipe. Für den Snipe. Ja, also. Was ist das hier für ein actionreiches Game schon wieder? Ja, man prügelt sich hier mit den Feuchten, also was man hat auch wenigstens zu answern. Mein guter, ich sagte die Evolves, denn unser Overlay wird wahrscheinlich, wobei ich kann A drücken, nee, dann seht ihr es auch nicht. Gleich wenn er daneben ist, klicke ich mal kurz auf dem K6, dann kann ich euch das berichten. So. 3 Minuten für den Nashs. Wir haben keinen Herald mehr auf der Map. Er hat seine E geupgradet, seinen Leap, seinen Jump, hat man auch vorhin, glaube ich, gesehen. Okay. Ich hätte gedacht, die W werden normalerweise, oder die Q, standardmäßig erste. Tja, da weiß Lenny wohl, hat sich jetzt eins Besseren belehrt, keine Ahnung. Vielleicht hat er sich auch gedacht, ey, ich bin hier immer so am Wegrennen, rüber jumpen, ich brauche hier die Distance. Iota schaut jetzt schon mal nach River Botside Vision. Drake spawnt in 2 Minuten, den will man auf jeden Fall nicht mehr abgeben. Sonst wäre Kappa hier auf dem Soul Point sehr früh im Game. Zum Nash haben wir jetzt noch 2 Minuten 20 Sekunden. Also schauen wir mal, ob das jetzt ruhig bleibt oder ob eines der beiden Teams noch was versucht zu catchen oder einen Angle zu suchen. Man pinkt hier auch den Inferno. Bei E ist das Icon bei mir lila, deswegen bin ich davon ausgegangen. Hat er hier die Flügel? Also das Icon wird ja orange. Orange? Aber ja, lila ist die Standardfarbe. Aber W jetzt geupgradet. Aber guck mal nach unten, da ist Naga gerade im Bedrängnis gegen 3. Jinx Ulti kam nochmal durch, da ist plötzlich auch Ani mitten rein-tippied. Okay. Weiß ich jetzt nicht so. Endcore nochmal unter dem gegnerischen Tower. Oh, die Q kommt noch durch von der Wall. Das war natürlich ein Fail-TP hier, um Naga noch irgendwie zu retten. Und jetzt geht man so ein bisschen für den Base-Race. 3 Leute von Kappa in der Mitte, aber unten geht die Iota
am T2 durch und in der Mitte haben wir noch einen Six, der kann Wave clearen. Und trotzdem forst man hier Iota erstmal zum Recallen, also Midlane T1 für Botlane T2 der Trade. Ja. Gut, dass man hier Crossmap noch was bekommt. Man versucht es vielleicht sogar noch Richtung Toplane zu gehen. Ich denke eher, dass sich Iota hier Richtung Drake bewegt einfach, ne? Wenn Kappa so viel Zeit verschwendet auf der Topside. Kann man das Evolved? Man ah, da. W ist Evolved. Gucken wir nochmal. Und die Ultimate, ja. Doch, dann genau. Gebe ich das zurück mit dem E. Sorry, guys, Fail Call. Hab natürlich also erst die Ultimate und dann jetzt W Evolved. Also eigentlich werden die Bilder orange. Und die sind normalerweise Lilien, werden auch. Egal, da steht aber auch Evolved Ability. Ich habe nochmal drauf geguckt. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall Ultimate into W jetzt auf Level 11 gewesen. Und da kommt nochmal eine 6 Ultimate, um oben die Minion zu clearen. Trotzdem kann man auch diesen T1 nehmen. Also immerhin, Objective-wise, hat man jetzt alle T1 genommen, auch auf Seiten von Kappa. Ja. Funnelt natürlich auch sehr viel Gold in die Kaiser gerade. Ich glaube, die hat auch vergleichsweise mehr als die Jinx, obwohl die Jinx mehr Kills hat. Ja. Also den Damage von der Kaiser auf jeden Fall auch nicht beachtet mit Bangs. Aber man gibt jetzt den ersten Drake ab, das heißt, dass man verhindert, dass diese Win-Condition von der Early Game kommt. Auf der anderen Seite bist du gleich Level 2 auf Grindergrund. Also das Scaling, was wir thematisiert haben, kickt langsam rein. Und ob man hier Early Game noch sich mitgehalten hat oder behind ist, das ist natürlich ein Desaster eigentlich für diese Draft. Knopf hier, aber der Rakan kann raus. Ehen. Ja. Das ist jetzt natürlich die große Frage, ob Kappa den Teamfight Win so wiederholen kann, wie vorhin am Drake. Mhm, ja. Ich glaube, sie haben jetzt auch gleich ihr bestes Zeitfenster dafür. Man hat die Kaiser fast auf 3 Items. Der Kha'Zix auf 2. Ja, Black Cleaver jetzt auch wichtig für Naga, um irgendwie durch diesen Ohren rauszukommen auf der Seite. Das wird natürlich auch eine spannende Beobachtung hier sein. Setup am River jetzt eher für Iota. Die sind hier schon mal zu viert gegroupt. In der Mitte setzt man Krypma zum Wave Clear ab. Muss aber schauen, dass er da nicht von Lenny nochmal engaged wird. Es ist eine tense Situation, keine Objective Arps und trotzdem die Map ist jetzt weit open dafür, dass so viele Tower hier schon genommen worden sind. Und man geht hier mit dem Fall für Mineral, pardon me, mit dem Quickness auf Baruki, aber Ani ist hier Opposition, wird gecatcht in der Frontline, beziehungsweise Backline ist Lenny, der rasiert da durch, jetzt kann man aber Peeling betreiben und excited für Brady und jetzt kann man auch nochmal auf das Krokodil turn, Koulibaly holt hier Mineral ab und das ist komplette Ace für Iota, man gibt nur Paromi ab. Ja, also ich hab gedacht, die Kaiser kann da wirklich was jetzt ziehen mit den Kills und alles, aber gerade als sie ulten wollte, glaube ich, kam die Ornn-Ulti und hat sie komplett zerdreht. Ja. Und kompletter Win hier für Iota. Sams ab, also eine kleine Kinderkrankheit hier für Baruki. Ult und beide Sams, genau. Ja. Also, da mit dem Finger ein bisschen zu langsam gewesen anscheinend. Und man kriegt jetzt hier ganz gemütlich den Nash auf allen 5 Membern, kann hier ein Reset nehmen mit dem ganzen Gold, das man bekommen hat. Und sollte in der Lage sein, hier gegen Kappa Tower zu siegen mit dem Six. Advantage natürlich jetzt für Iota. Random eigentlich so ein bisschen in der Mitte. Wie gesagt, kein Objectives ab. Man spielt so ein bisschen Ara. Man möchte fighten. Vielleicht weiß man selber, hey, man ist auf dem Timer. Wir müssen es jetzt probieren. Du hast es gesagt. Man hat jetzt die man hat die Items. Man hat sich confident gefühlt. Aber naja, der Engage kam ja von Iota. Baruki, pardon me, kann nicht weggepeelt werden von ihm. Bindet mit dem Quickness hinten die Backline, 6 Ultimate dadurch gelandet und ja, dann spielt man das besser. Ani auch sehr off-position gewesen, beziehungsweise hat man hier gut rausgefokust mit Koulibaly auch. Und das ist natürlich hier dein Dreh- und Angelpunkt auch in diesen Teamfights. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr heikel hier gegen den Six zu deffen. Wo will Iota hier eine zweite Wave holen? Ja, der Six bewegt sich hoch für die Top-Wave. Man will jetzt 2 Lanes pushen, Botlane pusht slow gerade. Muss dann demnächst geanswert werden. Sehr reguliert, sehr vorsichtig. Koulibaly wird vielleicht jetzt bestraft für seine Overaggression. Pardemy ist zwar noch around und man ist hier zu fünft und man kann 2 Member abholen. Was diesmal macht er denn? Koulibaly da zu overconfident. Sehr, ja. Also man hat alle Tools, die man braucht, um hier Tower zu pushen, das Game zu gewinnen. Und man sucht halt einen Engage im Tower oder im Jungle ohne irgendein Teammate in der Nähe, außer jetzt. Pardon me hier. Ja, und jetzt wird halt erstmal gejungelt. Der Buff wird verschwendet. Sehr gut für Kappa natürlich.
müssen hier nicht turteln. Ah, vielleicht hat er ein bisschen Todessehnsucht gehabt und ein bisschen wieder. Ja, mit grauer Bildschirm. Nicht eben kurz im Kühlschrank Toilette. Oder sowas, genau. Ja, genau. Kann gut Anders sein. Anders kann ja. ich mir das Play auch nicht erklären. Gibt natürlich jetzt ja. auch Shutdowns, gibt Momentum vom Nash ab. Also, ich habe mal nochmal ein bisschen Breathing Room hier gegiftet bekommen. Der nächste Drake ist in 50 Sekunden ab, aber da steht es ja erstmal 2-1. Also auch der zweite Drake ist. Ja, je später das Game, desto mehr die Prozente, die Stats natürlich für den Inferno zum Beispiel relevant, ja. auch als einzelner Drake. Mal schauen, ob man den weiterhin contesten möchte auf Seiten von Kappa. Riggergon auf der Toplane ohne TP, gucken wir mal auf den manuell auf den Cooldown, 17 Sekunden noch. Aber das hat man wahrscheinlich nicht auf dem Schirm, also wird hier Ornn gleich wieder ready sein zu TPen. Jetzt haben wir zum Beispiel so eine Situation, die ich gut fand, hätte man da... Also deswegen habe ich gemeint im Early, der Drake war gut zu Kohle anstatt dem Herald, weil sie haben jetzt halt einfach viel mehr Zeit, Kappa. Da sie ja. behind gefallen sind, ja, ne? hätte stimmt. jetzt dieses Scaling-Team die Drakes bekommen und wäre jetzt hier auf Soul Point und... Ja, das stimmt. Also... Man spielt wieder Aram hier. Ja, man, sie Riga müssen Gorn eigentlich in nicht. In der Frontline. Ulibadi wartet hinter der Wall, wurde noch nicht gespottet. Hat jetzt vielleicht hier einen kleinen Flank. Ja. Mit der Q, trifft aber niemanden. Hat Lenny gesmited, turnt jetzt auf den Tank, aber nur auf Minderell. Trotzdem kommt man wieder auf die Backline in Form von Baruki. One for one, aber bei den beiden ADCs. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus für Kappa. Krippmann kann auch nochmal executed werden, aber drei überlebende Triple Kill für den Tank. Für Griegagon, der jetzt ja auch unkillable ist in diesem State of the Game. Ja. Also einfach ein zu hohes Lead. Man bekommt die Carries, natürlich gut. Kriegt vielleicht auch einen Shutdown auf der Jinx runter. Ja, Bonusgold auf Kaiser sogar. Aber nachdem man sein ganzes Feuer verschossen hat, dann bleibt die Frontline halt einfach am Leben. Ne? Also, ja, und ich hatte nicht nur ein kleines Fragezeichen beim Sig, sondern auch mit diesem Rakan-Pick into Nautilus, der da gepickt wurde. Ja, man ist vielleicht auch ausgegangen, dass es hier ein Midlane Nautilus ist, aber wir sehen es, Pardon Me, natürlich auf der Lane nicht so viel Spaß gehabt. Wir erinnern uns an das Level 1 Play da unten. Aber jetzt in diesen Teamfights, man findet immer mit den Quickness 3-4 Leute CC, die, sodass man auch die Zeit hat, eben diese Six Ultimate vorzubereiten. Also auch der Rakan-Pick gefällt mir hier sehr, sehr gut. 17 Assists hat er jetzt schon auf seinem Konto hier. Geht sehr gut auf, ja. Auf jeden Fall. Vor allem, weil Koulibaly auch immer den Engage sucht. Ne? Also wir hatten, glaube ich, noch keinen Fight, wo jetzt hier Kappa als erstes Engage hat. Das war eigentlich immer die Y, die was gesucht hat und dann von Kappa re-engaged wurde. Aber da kam der Rakan so free. Oh, Koulibaly aber wieder alleine im gegnerischen Gefüllten. Baruki kommt angerauscht. Man geht schön über die Wand von Koulibaly. Und das Q steht für Aggression. Da kommt der Follower. Pardon me. Versucht nochmal was zu arbeiten. Wird nochmal komisch gehuckt um die Ecke. Aber Brady, der ist jetzt hier mit der Jinx aus. Arcane arrived. Und Griegagold kriegt nochmal einen guten Knockup. Into zwei Leute. Kann hier die Frontline bespielen. Krippen alleine gegen Lenny im Hintergrund. Da steht der Banter. Und der kleine Jordel gewinnt aber hinten. Da stirbt Griegagon, da stirbt Brady, da geht die Ambulance mit Baruki jetzt auf. Der hat jetzt auch schon seine 3,5 Items. Ja, und schon wieder ein Mistake von Koulibaly. Fühlt sich einfach zu overconfident, wie du schon gesagt hast. Wird hier gecatcht ohne sein Team. Team versucht natürlich noch was draus zu machen und... Surprise, surprise, stirbt auch. Kaiser hat leider keine Ultimate, um hier zu followen. Ja. Man war einfach viel zu stark gesplittet, war auch ein schlechter Spot, in dem sich die Wall catchen lassen hat. Genau, man ja, und wir verliert sehen das erste Mal Momentum. Auch so einen Faktor der Seraphine, wenn die nicht gecatcht wird, rausgefokust wird, wenn man das in den Teamfights bisher sehr gut gemacht hat, kann die ihr Team unterstützen, macht die Tanz auf Damage auf, Baruki wird am Leben gehalten. Und wie gesagt, der ADC war immer das Copium, du hast es erwähnt in der Analyse, man hat sehr viele Ressourcen in Baruki reingesteckt vom Objective her. Ist jetzt immer noch fast 1,5k Gold Head über Reddy. Schwierig. Ja, schwierig, ja. Ja, also, man hat zwar die Early Game kommt auf Lenny, auf Naga, aber man sieht, die Fehler werden trotzdem bestraft, natürlich. Ja. So, Iota fühlt sich hier natürlich immer noch ahead. Sind sie vom Gold auch technisch, momentumtechnisch Kappa grad, ne? Nach so einem guten Teamfight-Win. Starten hier vielleicht sogar schon den Nash. Ja, Krippmann auch ein bisschen off-positioned hinter dem
Team. Wenn Lenny das sieht, kann man ihn vielleicht da rausschotten. Der Poke ist jetzt aber gut. Jetzt hat er aber seine Position aufgegeben in der Frontline. Grigagon wird es jetzt sehen, kommt trotzdem mit dem Ohren raus. Mineral hat eine Stopwatch, kann er ja noch mal verzeiht sein. Koulibaly alleine auf Lenny, auf Ani, der kann sich schon mal mit einer Ultimate befreien. Naga ist jetzt aber tot und Brady ist an Leash, Pardoni, beziehungsweise Mineral turnt dann nochmal auf ihn. Aber Lenny, Triple Kill für Kripma, man tauscht sich hier die Multikills untereinander aus und Lenny der einzige Überlebende von Kappa. Ja. Man interessiert sich hier gar nicht, glaube ich, für die Objective. Man versucht, den Backpart abzubrechen mit dem Six und der Wild zusammen einfach es durchzupushen. Naja. In diesen Teamfights hast du einfach keine Frontline wie eben dieser Ohren. Mineral hatte die Stopwatch, sorgt nochmal für Zeit, sorgt für Verwirrung. Pardon, sorgt auch nochmal für Zeit. Und Verwirrung, sehr viel Verwirrung. Ja, aber ja. Ich denke nicht, dass das reicht, ja. Ein Inhib bekommt man, aber den hätte man auch bekommen, wäre der K6 zurückgeportet, ja. Also ja, wäre jetzt natürlich aber ein 5 gegen 4 am Nash. Deswegen geht man wahrscheinlich nur für den Recall nochmal eincashen und Setup für den nächsten Nash. Ja. Also Kappa hat hier auf jeden Fall ein Tempo-Advantage. Der Rakan wäre noch 18 Sekunden tot. Zwei Ohren-Items auch schon verteilt hier. Grigagon Level 16, deswegen Scaling ist jetzt hier unleashed. Und wir sehen ja auch immer der Ohren, der geht hier Full Life aus dem Teamfight raus. Den will man natürlich nicht fokussen, aber den kratzt man auch nur. Ist hier sogar Radiant gebaut, finde ich sehr, sehr gut. Nochmal all supportive für sein Team. Aber jetzt geht Kappa einfach mal für diesen Nash-Call. Und der schmilzt der Nash. Das gefällt mir gut von Kappa. Und das wird der Nash hier sein. Außer die Jinx-Ultimate, Six-Ultimate. Aber das Smite sicher von Lenny. Wow. Puh. Ja, genau. Ihr Tempo gut erkannt. Natürlich, der Rakan wurde gecatcht. Sehr spät vom K6. Und die haben da halt Zeit, den Nash zu sealen oder Nash zu sweepen. Verlieren natürlich dafür die Drake-Position. Ja. Drei Infernal Drakes sind nochmal sehr viel Damage obendrauf. Ja. Yeah. Aber ich hätte jetzt eigentlich nicht gern, dass Kappa hier versucht, was zu fighten und alle ihre Buffs verliert, weil man sieht auch Renekton Toplane, er hat zwar TP, aber ich denke, er wird einfach für den Outer gehen hier. Klar. Wird wahrscheinlich geanswert hier von mit einem TP. Oh nein. Man entscheidet sich von beiden Teams einfach Richtung Botlane zu groupen. Ich weiß nicht, ob Iota hier gegen den Nashbuff überhaupt pushen kann. Ich glaube auch, man muss sich erstmal hier ein bisschen gedulden. Ich meine jetzt natürlich Jungle Camps, was auch immer nice to have. Ist auch immer alleine hier, Brady, aber auch, das sind die zwei Carries, die hier nebeneinander alleine stehen. Pardomi ist noch around. Slow ist und drauf. Jetzt rotiert man auf Kappa nochmal drauf. Koulibaly lurkt, aber man möchte, wie du schon gesagt hast, eigentlich auch hier nicht engagen. Man hat die Ball gespottet, auf jeden Fall. Für die Midwave einmal. Und hoffen wir, dass die Y hier nicht nach einem weiteren Inplay sucht. Weiteren, ja, genau. Wortspiele machen mich aus. Ja, voll. Ja. Kaiser kann sich nur freuen. Woher kommt Kukai? Haben wir das schon mal thematisiert hier? Ist es ein Charakter? Ach. Haben jetzt so Downtime hier bei dem spannenden Spiel über mein Japanisch was? Für bereuen. Ah, okay. Fand ich cool vor 10 Jahren. Ja. Und jetzt bereust es, hä? Das kann nicht spannender sein als hier. Aus dem Nash Koulibaly kriegen wir leider nicht. So deswegen warten man hier einfach die 3 Minuten ab. Wir haben ein bisschen Downtime. Auch die nächsten Objectives, 3,5 Minuten. Wir haben vorhin diesen random Midlane-Teamfight gesehen. Mal schauen, ob man hier nochmal irgendwie random teamfighten will. Ansonsten wartet man hier wahrscheinlich auf die beiden nächsten Objectives, die dann ja entweder Soul oder Nash sind. Ja, ich glaube, die random Teamfight Luft ist raus hier in dem Matchup jetzt. Man freut sich als Kappa. Mit dem Baruki gecatcht mit CC. Da darf aber nicht alleine stehen. Und jetzt ist man im 5 gegen 4. Ja. Das wird jetzt nochmal verdammt schwierig. Mit seinem Hauptcarry hier nicht mehr, mit beiden Summoners und seiner Ult, aber war natürlich schön, Chain CC hier von Koulibaly, aber natürlich viel zu greedy von der Kaiser. Also, warum steht die so weit vorn? Also,
OTP kommt trotzdem durch von Kappa. Man möchte jetzt fighten ohne Koulibaly und Rigadon. Die sind auf der Top-Lane. Man sieht die auch. Und das ist ein gutes Window vielleicht für Kappa. Brady ist down. Pardon, muss draufflashen. Wird geholt. Ist ebenfalls am Brennen. Ja, Naga kriegt den Koulibaly. Rigadon turn jetzt hier nochmal. Ja. Auf das verbleibende Kappa-Team. Krypma ist aber auch sehr, sehr, sehr weit weg. Und man ist hier im 4 gegen 3. Fokus jetzt Koulibaly. Ja, jetzt hört nochmal mit einer Ultimate auf Arnie. Man kriegt hier Minderell. Aber es ist ein 3 gegen 2, immer noch die Überzahl für Kappa. Grigagon aber unkillable. Man möchte irgendwie auf Krypma draufkommen. Naga schafft es jetzt auch mit dem Slice und Dice. Schöne W nochmal. Man springt in Sicherheit vorerst. Grigagon alleine gegen 3 auch nicht mehr so viel Spaß. Aber immer noch unfassbar tanky einfach. Und das Ganze löst sich hier auf mit dem Teamfight-Win, mit dem Catch auf diese 3 Squishy-Member auf Seiten von Iota. Super geiler Call hier von Arnie, denke ich mal, ne? Teleport hier einfach in den Flank. Direkt gesehen, zwei Leute Top-Lane, die Frontline ist Top-Lane, Y und On. Und man geht hier auf die Carries. Also Kommunikation top-notch. Einfach gezündet und was bekommen dafür. Also Respekt. Ja, es geht hier so ein bisschen darum, im Game, wer macht den größeren Fehler kreativ praktisch. Oder kreativ also, zu sein, kann man es auch nennen. So lange immer wieder mit guten Plates ins Game hält, das darf eigentlich bei Iota nicht passieren. Man fühlt sich immer noch zu sicher mit dem Skate und ich würde immer noch sagen, das ist auf jeden Fall Iotas Game to lose hier. Ja. Aber Kappa schafft es irgendwie hier, sich noch am Leben zu halten, immer wieder Momentum zu finden und ja, sie scalen natürlich, beziehungsweise Item-Buys füllen die Slots sich auch hier. Ich denke, hier wird jetzt der entscheidende Teamfight passieren. Kappa will hier auf jeden Fall keine Infernal Soul abgeben. Vorher lassen sich bestimmt, surely, niemand catchen. Ja, denke man, das macht hier. Auch das Wort Scaling natürlich trotzdem aus. Also nicht nur Items, sondern du sagst auch, beide Champions auf dem Paper mit Fullbuild ist eben dieser Scaling-Champ stärker. Darum geht's im Late Game und ja, mal schauen. Trotzdem, wie gesagt, immer wieder diese Picks. Man scheint jetzt so ein bisschen Drake-Position für Midlane-Push zu swappen. Eigentlich das ja, was wir auch haben möchten. Grigagon jetzt in der Frontline. Da wird nur low gepokt und immer noch Tankiness vorhanden. Ja. Und Lenny und Naga, wenn eine Bombe von Six landet, ist das auch schwer zu healen für Arnie. Ja. Aber auch der Poke vom Baruki W von Ani. Boah, das ist ja so ein Trading aus Poke. Grigagon und jetzt wird ein Gage, wird geholt. Und die Endcore nicht gut gesetzt von Ani. Six Bombe trifft in der Backline jetzt Lenny. In der Backline jetzt Baruki als Kaiser. In der Backline alleine gegen 3. Kriegt die jetzt zwar Six. Links im GA ist hier Koulibaly. Koulibaly ist down. Und das sieht hier noch ein Kappa Willow. Baruki in der Baruki als Kaiser. Was ist das denn hier für ein Champion? Was ist das für ein Player? Der kennt ja gar nichts. Und bereitet hier Kappa den Teamfight-Win. Richtige 1v9-Performance gerade von Baruki. Wow, okay, ich meine, er springt ja. Er springt ja einfach schon die ganze Game allein rein. Aber diesmal hat es funktioniert. Ja, man kann hier die Infernal Soul denyen. Man bewegt sich direkt zum Nash. Slowt das Game nochmal runter hier. Für die Teamcomp, die eigentlich das Game schnell spielen will. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Late Game angekommen. Jetzt geht es nur noch um die Teamfight Execution, die gerade bei Kappa einfach besser war. Kappa, 12 Jahre schon bei InSport, haben immer wieder versucht, von Split zu Split in diese Division 4 zu kommen. Auch mit lange Zeit mit demselben Roster. Es hat nach dem ersten Lauf nicht geklappt, nach dem zweiten, nach dem dritten nicht. Und jeder hat aber diese Botlane vor allen Dingen gesehen. Baruki und Minderell, die haben das Niveau, die sind absolut gut, die können das Game carryen. Und die sind jetzt in der Division 4 angekommen, haben sogar in den Playoffs bis zur Division 3 eine gute Leistung gebracht. Und ja, man sieht einfach jederzeit, sie haben ihre In-Plays, sie haben ihre Opposition, aber sie können auch 1v9, wie es Baruki eben gezeigt hat. Krass. Oh, man schaut hier, okay, ja. Den Rakan wird man nicht so schnell bekommen. Wäre eine andere Geschichte, würde Pardon mir hier Alistar spielen. Wollen wir uns nicht dran erinnern, glaube ich. Ja, Lenny jetzt im Split-Push auf dem K6, oben die Nash, was wäre verteilt und das will man jetzt abusen in der Mitte mit den Engage, aber das wird gut, das Engage auch von Minderell, von Arnie, und aber Ruti wird gemacht und da immer noch auch Brady auf der anderen Seite natürlich, den muss man auch irgendwie drohen, Double GA jetzt von Naga, von Baruki und mit dem GAs, mit dem zweiten Leben kann man das nochmal halbwegs turnen, schöne Double Q nochmal von Arnie.
Full Life wow, Mandy kam Carsten... nochmal rein und das nochmal ein GL von Brady diesmal und der Kha'Zix, du sagst es! Kappa mit dem zweiten Leben können den zweiten Teamfight bespielen und gewinnen das. Flash Hook nochmal vom Mineral auf Gregagon, der kriegt dann gute W raus, wird nicht CC'd, bleibt aber in Animation und das Lenny kann ihn abholen und du sagst es, 40 Sekunden Death Timer, 20 auf dem nächsten und Kappa mit der Early Game kommt, haben es geschafft hier mit Barukis Hero Fight und jetzt ich... auch mit diesem GA bei sich das Game zu holen. 1-0 für Kappa InSport. Erstes Game im neuen Namen, erste Niederlage für IOTA. Also, ich lag richtig, wer gewonnen hat. Ich lag aber 100% falsch, wie es passiert hätte sollen. Was also, ist denn hier passiert? Ja, die drei nicht... Infernal Drakes. Da war die Seraphine wohl doch mehr Late Game als der Six und die Jinx und der Orn. Ja, anscheinend. Ja. Naja, total schöne Teamfights von Kappa, schöne Catches auch. Die wussten, wie sie zusammen wo wann spielen müssen. Also, da waren sie auf jeden Fall IOTA voraus, meiner Meinung nach. Auch von behind natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal dieser Catch, du hast gesagt, mit diesem TP von Arnie, das ist so der erste Teamfight, wo man sagt, hey, Kappa kommt hier wieder zurück, an vorher ja gebeutelt gewesen. Dann natürlich auch dieser gute Nash-Call einmal, wo man Raka nochmal exekuten kann. Also man hatte jederzeit immer wieder Steine in IOTAs Weg zum Sieg gelegt. Ja. Und ja, dann mit Baruki dieses 1v3 in der Backline, Giga-Chat. Play da und jetzt auch, ja, Lenny im Split-Push, das will man gut abusen, aber du hast einfach sehr, sehr guten Disengage gehabt. Minderell und Arnie konnten erstmal diesen ersten Angriff, diesen ersten Push verteidigen. Dann die beiden GAs kamen super klatsch rein. Ich finde sowieso, GA wird viel zu selten im Late-Game auch auf ADCs gebaut. Dieses zweite Leben, das kann hier die Teamfights changen und dann mit Naga, mit Baruki waren diese GAs sehr, sehr viel wert. In der Backline kommt dann Lenny an und dann hast du eben nochmal von der Außenbank, von draußen kommt ein frischer Spieler rein, der gewinnt den Teamfight für dich und du kannst das Game hier finishen. Ja, brutal. Also, du hast es schon gesagt, mit der Steine in den Weg lege. Ich hoffe, dass im nächsten Game IOTA da nicht Kappa hilft, die Steine in den Weg zu legen gegen sich selber. Auf jeden Fall. Also, man hatte alles, was man gebraucht hat. Man kam early ahead, man kam, glaube ich, mit einem. Ich glaube, mir hatte einen 7K-Gold-Lead. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also allerhöchstens. Und ja, dann ist viel passiert. Natürlich auch gut von Kappa. Aber ich würde eher noch sehen, dass IOTA das Game hier eher geworfen hat. Ja, ich glaube, dass jeder, der das Game gesehen hat, würde das so unterschreiben, auf jeden Fall. Aber natürlich auch Respekt an Kappa. Also da auch, wie gesagt, diese ganzen Steine erstmal zu abusen, beziehungsweise selber da zu bilden, war schon sehr, sehr stark von ihm. Haben nicht aufgegeben. Gerade Baruki, das kann natürlich an die Mäntel gehen. Wir hatten ein, zwei Situationen, wo er komplett aus seinem Leben geone-shottet worden ist. Diese eine Teamfight, wo er mit Flash, Ghost und Ultimate stirbt, den Nash abgibt auf der, oder was, der zweite Herald sogar nur, war ja noch sehr, sehr early hier. Auf jeden Fall kann das alles an die Mäntel gehen. Und dann hat er aber dieses Hero-Play, kann sich redeemen und sagt euch, ja, ihr habt mich tausendmal off-position gecatcht, jetzt gewinne ich aber trotzdem mit einem Game hier, einem Play das Team, den Teamfight. Es war schon sehr, sehr insane von ihm. Ja. Aber schon also, klippen, nice. Sollte man schon klippen, ja. Ja, war und so jetzt, insane. Natürlich Best of Three für IOTA immer noch die Möglichkeit hier zum Comeback. Aber auch die Seitenwahl jetzt für Kappa. Mal schauen, ob sie sich für die Red-Seite entscheiden, für diesen Counterpick. Wie gesagt, die Laning-Phase, das Early-Game, man hat viel versucht. Man wusste, die Comp auszuspielen, auch früh der Nautilus. Wir haben es thematisiert, eigentlich alles das so ein bisschen passiert, was wir prophezeit haben. Auch diese Action in den gegnerischen Jungle, dann aber Koulibaly zurückgeschlagen auf der Bot-Seite. Also gerade, dass das Invading anbegeht, war es hier ein top-notch spannendes Game, auch schon da in diesen Early-Phasen des Games. Aber die Laning-Phase, ich glaube, da hätte sich Kappa auch ein bisschen mehr erhofft von dieser Early-Action, die man versucht hat. Ist er dann eben früh auch behind gekommen als Early-Game-Comp, die wir identifiziert haben. Und auch der Renekton, habe ich gesagt, im Isolated 1v1 keinen Lead gefunden, aber trotzdem auch im Late-Game relevant gewesen tatsächlich. Ja, hab mich auch überrascht. Aber wie du schon gesagt hast, genau, man hat hier, ist alles nach hinten losgegangen, was man gemacht hat im Early Game mit der Comp, die man dafür gedraftet hat. Und man gewinnt das Game am Ende trotzdem. Jetzt stell dir mal vor, sie draften so und gewinnen das Early Game. Also, da haben wir 16 Minuten 47 Game, denke ich mal, auf der Hand dann. Ja,
Keine Anspielung auf irgendwelche andere Spiele, die passiert sind. Jetzt jemand im Hintergrund, hinter Koulibalys Namen, ist der etwa von Fan von absolut legendärem Fußballer von Freiburg? Ja, das wird natürlich der Fall sein. Kennt man, wenn man Fußballfan ist, auf jeden Fall diesen Namen. Ansonsten, nicht. So, hat er mit dem Nashbuff im Gegner-Jungle. Hat er auch mal mit Nashbuff im Gegner-Jungle. Man muss unten ankommen, um sich wieder hochzuziehen zu können. Koulibaly hat 1v5-9 gespielt early. Ja. Auf jeden Fall, also Koulibalys Jungling ist schon echt impressive anzugucken. Immer wieder auch diese Invade, diese Action. Hat jetzt sogar, wie gesagt, die Synergy auf der Botlane auch gefunden in diesem Game, in diesen Teilen des Games. Aber hatte auch seine Fail-Momente. Also auch 2-3 Mal, wo er im gegnerischen Jungle alleine gecatcht wird. Man dieses Helfer-Syndrom hat, versucht noch mit dem Team hinterher. Pardon me vielleicht auch da. Ja. Hat er auch dafür gekostet. Eben war auch Teil dieser Steine. Ja, genau. Das war ja mein Kommentar hier im Twitch. Dass er auch später noch 1v9 hat, im schlechten Sinne dann im Jungle. Genau. Ja. Dann bin ich doch gar nicht der Älteste. Kennt ihr noch Ibrahim Tanko, Guys? Hatten wir letztes Mal bei meinem Team thematisiert. Ah ja, aber andere Geschichten. So, schauen wir mal. Wir sind schon in der zweiten Lobby. Mal gucken, wann das Ready Go kommt. Wenn ihr euch noch was zu trinken holen wollt, auf Klo wollt, dann ist jetzt auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt dafür. Dann wäre ich kurz auf dem Tisch. Ich wusste es. Wenn das okay ist, natürlich. Ja, klar, dann bis gleich. Ja, mach ich mal kurz die Cam aus. Ich glaube, dann machen wir einfach mal eine kurze Pause hier. So. Oh, da sind wir schon im Draft. Ja. Da kommen wir wieder zurück hier. Zack. Ja, mal schauen, was die Adaption wird. Wie gesagt, Blueside die Wahl wieder für Kappa. Tatsächlich. Gerade ja der Nautilus First Pick gewesen. Ja, also ich würde da auch nichts ändern, wenn ich ein Game gewinne in einem BO3. Never change your running system. Ja. Vielleicht. Wir sind die IT-Lone uns. Okay.
Bands sind, glaube ich, sogar gleich, ne? Also von Kappa auf jeden Fall. Und von IOTA auch. Und das wird wieder der Nautilus fest? Und wieder der Nautilus, genau, ja. Seraphin wäre auch weiterhin offen. Ja. An den Bands hat sich hier nichts getan. Gerade war der Pick Rakan und Jinx. Ja. Der Rakan hat ja auch gut funktioniert. Ich würde mich nicht wundern, wenn IOTA ja trotzdem nochmal nach dem Rakan schaut. Oder man entscheidet sich vielleicht, Jinx ist jetzt auf 1. Also, man hat Switcheroo hier vielleicht sogar. Wow, richtig neuer Draft. Ich denke, man könnte sogar nach einem Jungler hier schauen. Auf 2. Ja, man geht für die Lulu. Aha, diesmal was ein bisschen anderes. Man will weiter peeling, man möchte Jinx weiter buffen. Die war gerade so, schon so ein bisschen alleine, hat auch weniger Damage Output gehabt, trotz Fullbuild wie Baruki eben auf der Kaiser. Einfach mobiler natürlich auch. Ja. Bin ich gespannt, natürlich anfälliger auf der Lane gegen den Nautilus. Hat er auch weniger Engage jetzt, die Quickness fehlt. Auf der anderen Seite geht man nochmal für die gleichen, für die Carries, gleiche Kompass hier hin. Ja. Ich meine, den Rakan hätte ich hier trotzdem gesehen. Der wurde jetzt halt stark zum Follow-Uppen gespielt von Pardon Me. Man hätte ihn natürlich auch mehr für Peel in der Backline spielen können. Ja. Und jetzt kommt der Yone. Okay. Also Krypmer oder dann der Yone für, Gregagon wahrscheinlich. Also es wird hier, natürlich hast du noch die Möglichkeit, wir haben schon Sejuani Toplane von Krypmer gesehen, dass du auch den Yone in die Midlane stellst. Aber Yone auf jeden Fall für Gregagon. Das macht hier absolut Sinn. Irelia, Yone, von dem habe ich das hier mehr erwartet. Wir haben tatsächlich den Cannon Bun sogar geforst als Adaption an die letzten Games, die wir gesehen haben. Ja. Wundert mich ein bisschen, dass man hier Jungle Picks rausbannen anstatt Toplane-Matchups für Yone. Ich weiß es nicht, ob der viele. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er viele schlechte Matchups hat hier. Irgendwie, Yone ist ja gerade nicht so Toplane-Meta. Man geht hier aber für die weiteren, also genau gleiche Bans von IOTA hier. Man ändert nur was an der eigenen Pick-Formel. So, was haben wir jetzt gerade gesehen? Der Six kam da noch raus, aber das war ja, glaube ich, der Last Pick. Die Y, genau. Die Y wäre jetzt auch noch weiterhin available. Weiterhin available natürlich. Poppy ist nicht open. Aha. Ja, Poppy wurde auch gerade eben schon gebannt von Kappa im ersten Game. Haben wir auch ein paar Games. Mehr denn hier? Nimmt man den Kassik selber weg? Nimmt man ein bisschen AP-Damage? Aber jetzt wird der Ohren-Login. Ich denke, das wird ein On. Na, ich glaube eher, dass es ein On Mitte wird. Okay. Ein On Mitte? Weil der Yone. Hier. Guck mal, meinst du? Ah, kann das sein. Denke ich eher, da der Yone auf dem. Ja, auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, könnte auch Krypma auf der Toplane sein mit dem On. Mal schauen. Das kann natürlich auch sein, ja. Ja. Auf der anderen Seite. Malphite into On nicht das beste Matchup, aber natürlich, wie auch der Renekton, hat er seinen Teamfight Purpose, also für Naga hier. Interessant, dass er weg von seinem Sion geht, den er so viel gespammt hat. Ja, ich meine gegen Jinx, Lulu, ziemlich stark der Malphite, easy Backline Access, ne? Also. Wobei natürlich das coole Stichwort True Damage bei Yone oder auch Split Damage macht er sogar auch ein bisschen AP Damage. Und jetzt schauen wir mal, dass es nochmal K6 wird. Ja. Also nur die eine Anpassung, Top Lane anstatt Renekton, jetzt nochmal ein Teamfighter, was natürlich mir besser auch gefällt. Wie gesagt, Renekton war ja eigentlich gerade schon so ein Malphite eigentlich mit GA praktisch. Auf der anderen Seite suchen wir jetzt noch einen Jungler, der Udi, den haben wir auch schon gesehen, von Koulibaly, Poppy, Vi wäre wie gesagt weiterhin available. Aber Udi natürlich der Tank bzw. sein Blade into Yaktu Bild hier. Bin mir nicht ganz sicher, ob ihr Pivot Richtung Udyr die richtige Entscheidung ist. Also die Y hat ja ihren Job richtig gut gemacht. Das waren ja nur manchmal Off-Position. Also er hat ja mit der Y auch die gut pilotet, hat das Game gut gespielt. Man hätte ja auf die Kaiser Easy Access oder auf die Seraphine. Also bin mir bei dem Pick jetzt nicht ganz sicher. Ja, ich bin interessant auch so ein bisschen diese Art und Weise jetzt. Womit hat man die Teamfights verloren? Ich glaube, weil du zu oft Jinx alleine gelassen hast und weil auf der anderen Seite zu viel auf deine Backline gekommen ist.
weil du eben auch deep engaged hast selber. Und vielleicht, wenn man das jetzt so ein bisschen mit dem Udia, mit der Lulu, du hast schon mit der Lulu gesagt, man möchte Jinx ein bisschen mehr peelen, obwohl man das bei Rakan hätte ja auch machen können, hat man sich dagegen entschieden. Und Udia, ja, der geht ja selber auch nicht so deep rein, der läuft rein, der kann auch schnell mit seinem Ghost schnell nochmal auf die Jinx in der Backline zum Peeling auch kommen. Und ja, also da vielleicht diese kleine Adaption natürlich, was jetzt schlechter ist, ist dein Backline-Assist, dein CC allgemein. Also Udia will drauf rennen. Ja, Jon hat noch eine geile Ulti mit dem Ornn gepaart, aber ich glaube, der Teamfight ist jetzt nochmal ein bisschen besser zu bespielen auf Seiten von Kappa. Nicht nur durch den Malphite-Pick, sondern auch auf dem Draft von den Gegnern. Ja, also bin ich komplett deiner Meinung. Also wie soll eine Lulu hier gegen den Malphite, Kha'Zix und den Kaiser, die hinten reinspringen, wirklich peelen effektiv? Also sehr schwierig, also sehr schwieriger Draft. Ich kann mir darunter jetzt auch nichts wirklich als Gameplan vorstellen, aber ich habe auch leider so einen Udyr-Jungle länger nicht gesehen. Man hat hier halt natürlich auch eigentlich keinen wirklichen AP-Threat, also der Malphite. Ja, guter Punkt auch. Der Malphite wird halt wirklich ein Stein. Ja, also der macht da, der rackt da auf jeden Fall Havoc in der Backline, nachdem er reingeultet hat, weil niemand den wirklich töten kann. Ja, wir haben gerade Steine in den Weg von Jotas Weg zum Sieg thematisiert. Zack, kriegt man hier eine Malphite. Kriegt man einen Berg, ja, anstatt einem Stein in den Weg gelegt. Ne? Was ja, macht man jetzt? Man ja einfach sehr, sehr gut. Wanderstiefel an und ja, Hub hoch. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, gerade ging es ja viel um diese Execution auf Seiten von Iota mit dem besseren Draft, mit dem besseren Early Game. Schauen wir mal. Wie gesagt, jetzt für mich der Draft nicht ganz so stark, deutlichere Schwächen als gerade. Viel hängt natürlich auch wieder von diesem Early Game ab. Gerade Udyr, weiß ich jetzt nicht, mit diesem Invades auch, ob er da so viel Erfolg findet, beziehungsweise wenn man Lenny eben auch nicht früh behind setzt oder eben frustriert, das glaube ich, ist Kappa auch besser ins Game findet hier. Ja, also ich weiß auch nicht, wie wirklich der Udyr den Kha'Zix töten soll ab Level 3, weil wahrscheinlich wird der Udyr ja eh mit Ghost spielen und der Kha'Zix springt einfach über die nächste Wand, die er sieht und auch fein raus. Und wie im Chat gerade schon erwähnt, anscheinend haben wir den Jon doch hier auf, guck mal, nicht Krieger. Ja, wir warten mal. Bis jetzt sind wir nur Enemy 1, 2, 3. Die Namen natürlich hidden, dank des neuen Systems von Riot. Schauen wir gleich mal. Ja, aber haben sie sich nicht richtig sortiert? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, also. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Okay. Ja. 3 öffnet sich gleich. Mal gucken, was dahinter ist. Ja. Ja, aber wie du gesagt hast, AP-Damage, deswegen bin ich auch gespannt. Ich habe das Bild von Udyr gerade erwähnt mit dem Blade into Yaksho into Tank mit Deadmans, glaube ich, war da noch dabei. Ist natürlich sehr, sehr gutes Bild, also gerade das First Item Blade kann eben nochmal auch dieses 1v1 gegen Kha'Zix für sich entscheiden. Aber hätte auch die Möglichkeit für das Demonic zu gehen, um AP-Schaden eben noch zu verbreiten. Hätte ich eigentlich sogar tatsächlich eher erwartet. Mal schauen, ob er jetzt dafür geht, ob man da auch im Bild einfach anpassungsfähig ist auf dem Champion oder ob man hier stur auf dem Blade Yaksho Bild bleibt. Ja, schwierig. Und Iota jetzt unter Druck, also noch ein Game und man hat hier 2-0 kurzen Prozess gemacht auf Seiten von Kappa. Und Iota nennt sich dann zurück wieder in Omega, denke ich. Okay. Und der einzig wahre Shamrock Malphite von Naga. Ja. Nice. Und wir haben den Krypten auf dem Jon. Ja. Okay. Eieiei. Ich denke, man schaut hier auch nicht nach einem Lane-Swap. Vielleicht Coaching also von Joris kommen. Ja. Ach, was? Ich mach da eins nur bei Jon, weil ich hier. Und direkt die Pause, ja? Ja. Aus dem Berg entspringt die Quelle anscheinend. Der ist gerade noch auf dem WC. Top-WC, ja. Top-WC, ja. Kürzer kannst du nicht ausdrücken, dass jemand auf Klo ist. Geht nicht. Und wenn du Top-W schreibst, dann denkt jeder, der hat gewonnen oder so. Alles für die Effizienz. Ja. Hat er ja auch gerade, also kann er auch schreiben. Ja, könnte auch schreiben, genau. So, Level 1 war gerade sehr, sehr ruhig. Brady wieder mit dem Clans. Wieder verstehe ich das nicht so wirklich. Wobei haben wir gerade gar nicht mal so gesehen oder analysiert, diese Situation mit dem Clans. Ja. Das wirklich so hilfreich war. Gut. Also für ein Level 1 Play sehe ich hier eigentlich nur Kappa. Wenn die sich entscheiden zu 5-Mann-Covern, wird hier auch nichts passieren.
Einfach nur wegen dem Nautilus Hook Engage, also. Ja, ansonsten nichts Überraschendes von den Runen Ja. her, von den Sums her. Pardon mir jetzt mit dem Exhaust, was hier K6 wächen soll. Also hat man doch trotzdem Exhaust nur auf der anderen Position hier. Und natürlich der Ink Shadow, neuer Skin für Kulibali. Ink Shadow Udyr. Ja. Tatsächlich. Okay, alles klar. Man schaut hier vielleicht für einen Early Ward in der Botlane, ne? Weil die Lulu halt ein sehr Wait, Kaiser hat keine oppressive Items. Kaiser hat keine Items hier. Und auch der K6 hat keine Items. Der hat kein Jungle-Item. Ist das hier wie Tatsächlich. im. Ist PSG. das hier MSI oder was? Leute! Ja. Kauft doch eure PSG. Items! Lenny! Oh Tap! no. Drück Tap! Drück Tap. Tap! Baruki! Lenny, was ist denn da los? Drück Tap! Drück No Tap! way. Du wirst nicht Level 2 am Camp! Wir haben's gesehen! Jetzt geht er Ja, zurück! jetzt. Jetzt geht er back! Geht Lenny auch zurück! Jetzt geht Lenny auch Ja, zurück! Gott sei Oi, Dank. Oh oi, oi. mein Gott, Junge, das wäre Junge, ja was gewesen hier. Holy Junge. What moly. the fuck? Die Creme de la Creme, erstmal Zwei keine Leute Items ohne kaufe. Item? Okay. Gut, man hat's gemerkt, man hat's korrigiert, sehr gut. Man kommt in Zeit auch noch für Man den hat es nicht Spawn im All ran. Chat geschrieben, also das sieht man natürlich nicht. Also, okay. Ne. Obwohl, weiß ich nicht, wenn man die Face checkt und sieht, die hat keine Items, dann würde ich auch echt erwarten, dass hier Endsportler unter Endsportler das schon auch schreiben: Hey, du hast keine Items, aber hat man nicht gespottet. Botlane von Iota muss hier natürlich aufpassen. Falls Kappa hier einen Cheese probiert, wäre das schon huge für die Kaiser Nautilus Lane. Vielleicht schauen sie diesmal nach einem Hook. Oh, Ja, spielen der es aber. Creeper-Skin ist auch sehr, Respektieren. sehr sick hier mit den blauen Haaren. Yeah. Academy Immer diese Ion Pay-to-Win-Competitive-Spieler, ne? mit Chroma sogar. Also Oh, richtig danke dafür, dass eingespendet. ihr das Game hier am Free-to-Play haltet. Und dann kommt Naga mit seinem Shamrock-Skin. Ja. Hier auch Skin-Diff. Oh, der Hook sehr gut von Sehr schön Minel, gesehen. aber natürlich nicht so der krasse Follow-up, es ist nur eine Kaiser. Ja. Shamrock Malphite ist unbezahlbar auf jeden Fall. Man Kleeblatt hat hier im schon Treffer früher da. Level 2. Oder? Reicht das Wort? Die Man klopft XP. sich, ich glaube Nee. zeitgleich. Minerell Ja. mit dem Hook auf sehr Sehr interessante schön. Hitbox wieder auf Pardami. Exhaust auf Baruki, aber Brady turnt es auch mit dem Es Auto-Attack. Gut, glänzt. Cleanse. Und Minerell, ja, der Trade Wow. besser, aber von den Sums her hat man natürlich da. Ja, noch doch auch even getradet. Even, ja. Also so ziemlich eigentlich even. Schöner Hook, natürlich, wie du gesagt hast. Ja, Der alter Anker. Schwede, ey. Dass das nicht mal gefixt wird. Genau. Top-Lane haben wir Prio für den Ornn, Midlane eher noch Prio für die Seraphine. Ja, Top-Lane das Matchup natürlich on favor auf Ja. jeden Fall. Also es macht hier keinen Spaß als Malphite. Man sieht es auch schon in den CS-Zahlen. Er ist aber eine Ultimate und der nächste. Oh, man flasht nach vorne von Wow. Baruki. Pardomi flasht ebenfalls raus. Der Auto-Attack Root auf Brandy. Kommt man hier einen Kill? Nein, man kommt nicht mehr ran. Minion Wave macht jetzt auch ordentlich Damage. Aber Pardomi hat da wieder absolutes Glück. Er sieht nicht gut aus in der Lane von Pardomi Ja. heute. 40 HP wieder. Erinnert mich an das Level 1 vorhin auf den Rakan. Aber jetzt baitet man das. Kulibali. Ist er around? Man will vielleicht noch eine E oder sowas draufkommen. Ist jetzt auch noch nicht auf Vision, den wird man gleich spotten und ist dann alleine gegen Ja. drei, aber Baruki kommt nochmal mit seinem Dash Oh, raus. Mann, Kulibali, der schade. Hook muss geflasht werden von Brady. Da hat der Udyr leider den CC im Ungemisstimed, sonst hätte er vielleicht sogar die Kaiser töten können ohne Summoners hier. Ja, ich glaube, Baruki hier komplett noch mit Adrenalin vom letzten Game. So wunderschöne Trade, sehr aggressives Early Game. Natürlich als Nautilus Kaiser machbar. Iota kann ja trotzdem auf eine gute Wave eigentlich einen Resend nehmen. Dank durch den Udyr, ne? Ja, vergesst Franz Beckenbauer, Baruki ist heute Kaiser. Ja, da ist recht auf jeden Fall. Ich bin auf die Teamfights gespannt später, ne? Ist ja egal, ob er behind oder ahead ist. Ja, das haben wir auch gesehen. Ja. Ja. Malphite lebt, hat schon den Reset genommen und rein TP'd, genauso wie der Ornn. Chall auf dem Malphite, auch interessant. Ja. Naja, ich. Ja. Hat er letztes Ja, Game auch schon gespielt auf dem Renekton, also ja. vielleicht sein Ja, Lieblings-Item, ich weiß noch. genau. Genau, und hier ein Slowpush für die Botlane. Man könnte sich auf seinen Iotas überlegen, nach dem Reset vom Udyr da vielleicht Richtung Drake wischen oder Drake sogar zu gehen. Das spawnt jetzt in 15 Sekunden.
Ja, man hat hier noch hier oben die Crux gerade Fragezeichen gepinkt, aber da ist man so ein bisschen mit dem Vermuten hinterher, denn Koulibaly, wie du schon gesagt hast, Richtung Bordseite unterwegs. K6 geht jetzt auch nochmal Richtung Raptoren, auf einer Seite eben der Reset rausgekommen. Hat sich hier für die Swifties entschieden, also sehr, sehr mobil mit 900 PS, aber die Scuttle wurde genommen. Und genau. Und macht den Drake, Am Drake gespottet. Genau. Sehr aggressives Play. Auch ein Druck. Ani ohne Mana. Jung nimmt jetzt actually einen Reset. Man gibt den Drachen auf, denke ich, auf Seitenkappa. Auf jeden Fall. Botlane Prio, Midlane Prio, alles da. Und die Seraphine kein Mana mehr. Das ist natürlich der Vorteil von Jon Mitte, ne? Wenn er sein Leben richtig traden kann und nicht so viel verliert. Die Seraphine geht irgendwann oben. Zwar eine Tier auch gebaut, mit der Tier. Aber genau. Braucht dann noch ein bisschen das Chapter, dass das Mana-Haushalt ein bisschen besser auf der anderen Seite. Ja, hat man trotzdem ein bisschen mehr Farm dann in Lenny. Gerade der erste Recall wird für ihn ein bisschen größer sein. Erstes Objective geht an Kappa. Ja, und das Iota. Und das finde ich natürlich viel besser als im letzten Game. Ne, da hatten wir die ersten zwei Drakes auf Kappa, obwohl sie auch die Early Game Comp gespielt haben. Weil ich finde, die Jinx geht ja immer noch so Richtung Scaling. Oh, der Ruck auf Brady. Polymorph auf Baruki. Der ist jetzt aber wieder am Start. Der kann Damage aufbringen und läuft in die Shotgun. Sepp hinterher. Exhaust. Die E-Cleanse. Aber Baruki kommt raus. Mineral aber jetzt alleine gegen zwei. Shield auf Brady. Und das ist hier verdammt close. Achtung. Der Ruck nochmal auf Padomi. Sehr gut von Mineral. Und das sollte das First Blood sein für Kaiser. Padomi. Ein bisschen wieder zu weit vorne auf der Lulu. Ja, schöner Rehook. Hätte sich hier Pardon.me denken können, dass der Hook dann wieder ab ist. Man hatte leider keine Creeps mehr vor sich. Ja. Lenny deft hier Mitte, da Ani runtergeroamt ist. Hat jetzt dann Lost Chapter aber und sein TP dann eingesetzt für diesen Recall. Ja, Botlane natürlich dann auch zuletzt ein 20 CS Lead. Krippmer weiter gegen Ani, der wird in seiner Rotation gedamaged. Ja, also der kleine Early Game Lead jetzt für Kappa auf der Botlane, wieder auf deinem Winning Faktor. Ja. Also wenn sie weiterhin das Lead hier auf der Botlane snowballen können, also viel besser als im letzten Game, nichts verlieren, dann denke ich, können sie... Oh, Call of the Forge Guard wird mit der eigenen Ultimate, mit der Unstoppable Force nochmal, nicht gedodged, aber man begibt sich in Sicherheit hier. Man macht ein Statement auf jeden Fall. Aber der Orn geht nicht weiter. Man hat trotzdem den Ward, sehr schlauer Ward von Naga hier. Ja. Mineral auf zwei Wards. Ja, und jetzt pusht hier die Wave Richtung Kappa auf der Botlane. Und das ist sehr gefährlich für ihr, oder? Ja, Mineral. Vergiss es. Es wird gepusht. Ja. Man will hier weiter Pressure oben halten, sucht vielleicht nach einem Bluebuffin Wave mit dem K6 oder er klärt einfach seine Wartzeit. Nein, anscheinend läuft man aber hier echt für den Invade. Ward hier noch gesetzt, wird nicht gespottet mit den Lens und man hat das jetzt also komplette Intel auf der anderen Seite. Gibt man dafür den Herald ab, aber Botlane muss das natürlich respektieren. Ja, machen sie aber auch sehr, sehr gut. Hat einen Bush und Tribot noch gesetzt. Ja, also. Das erinnert mich so ein bisschen an Game Nummer 1 tatsächlich. Da hat man auch wie diese Botlane-Zoning oben Objectives abgegeben. Gibt hier auch der Kaiser die Solo-Blades. Man interessiert sich da nicht wirklich für den Herald. Kaiser ist jetzt hier super krass im Game ahead. Ja, man hat die Objectives, aber irgendwie muss hier die Botlane mal langsam entschärft werden auf Seiten von Iota, denke ich. Ja. Müssen also meiner Meinung nach, guter Trade hier auf jeden Fall für Kappa. Also ich würde da auch 100% den Herald abgeben dafür, ja. Er hat jetzt zwei Plates auf Kaiser bekommen, die Botlane hat sehr viel einbüßen müssen. 30 Farm, CS behind jetzt für Brady. Das ist schon bitter. Ja, also da muss auf jeden Fall Fokus kommen, wie du schon gesagt hast, auf der Botlane. Man hat jetzt hier den Herald. Wenn du hier den Ball gibst, dann kann er auch, der Stürmer hier, um die Titel zu holen. Der macht das Runde einfach in den Nexus dann am Ende. Ja. Und gewinnst du das Spiel. Ja, ich hab's versucht irgendwie. Das Wortspiel hat anscheinend nicht funktioniert. Okay. Ich reich dir mal das Notizbuch weiter. So, mal schauen, was man mit dem Herald hier macht. Und wir sehen auch die Adaption. Ich hab's auch so ein bisschen thematisiert im Draft. Wir sehen, Demonic Embrace kommt raus für Koulibaly. Also nicht das Bild, was wir beim letzten Mal von ihm auf dem UD gesehen haben. Macht Sinn. Wir haben gesagt,
AP-Damage ist da rare, ja, man macht Split-Damage auf Krypma, aber somit hast du zusätzlich nochmal diesen Burn. Ja. Schauen wir mal. Auch nötig, auf jeden Fall, ja. Ja. Ich denke trotzdem nicht, dass da jemand irgendwie gegen itemizen wird. Wir haben jetzt hier Iota versucht, hier die Prio zu forcen. Oh, Mineral Death Charge auf Padomi, der wird genockt, der hat noch keinen Wild Drop. Hook hinterher, Max Range Exhaust zwar auf Baruki, deswegen überlebt Padomi da noch 2-3 Sekunden länger. Aber guter Catch und ja, Padomi heute nicht seine beste Series, beziehungsweise in einem Early Game auf der Lane. Und jetzt wird er auch gecatcht hier im River. Iota Mac. Das man auch als die Wards auf beiden Seiten sehr, sehr wichtig und klatsch hier. Ja, Iota merkt halt, dass die Drakes im Early wirklich ihre Wincon sind. Die wollen hier keine abgeben an Kappa, aber haben auch keine Prio-Botlane gehabt, um da rein zu moven. Der Jungler war nicht da und ja, sehr schön. Eine Roam hier von Mindarel, der kommt aus der Baselift erstmal über die Mitte, sieht da die Lulu und ja, das war ja auch, Drake. Auch eine Folge dieses Zonings, dadurch, dass eben Mindarel Level 6 war, Padomi immer noch auf der Suche nach seiner Ultimate ist auf dem Map und jetzt in der Mitte Naga in der Rotation ein bisschen ausgecatcht, kriegt aber fast keinen Damage. Könnte mit seiner Ultimate hier für den Turn suchen. Man kriegt zumindest den Charge in der Mitte, aber gibt dadurch eben den Drake auf. Ja, man gibt sehr, sehr viel aus. Man will hier das Crossplay spielen, aber Kappa answert es. Ja, und eine Brady wird gecaged von Lenny, die W getroppen. Kommt da gleich Baruki ran mit der Ultimate? Die Antwort ist nein. Wir gucken oben, wie der Stein versucht, irgendwie Koulibaly unter Druck zu setzen. Hat auch noch eine Ultimate, aber Kriegergon kommt jetzt dazu und man muss die Ultimate defensiv einsetzen. Und kann man aber weiter die Botlane zonen vom T1. Also, Kappa, die versuchen hier die Strohhalme zu ziehen, die kurzen. Also, die haben gerade eben den Herald gezündet, nur auf Udyr das Gold bekommen und versuchen jetzt den Malphite Toplane behind zu bringen, dem seine einzige Aufgabe. Der hat noch einen Flash, der Flash ist auch gut eingesetzt. Schön. Riegagon mit der E zur Distanz und man kriegt zumindest den Kill. Da wird die Weakside nicht ganz respektet auf Naga, aber das ist auch hier bis jetzt, weiß ich nicht, ob das mattert. Nee, ganz und gar nicht. Also der Malphite wird nur eine, ist nur für einen Spell gut und man zont hier weiterhin die Botlane einfach weg, weil man weiß, dass der Udyr auf der Topside ist. Ja. Das ist hier das Cyberbullying auf jeden Fall. Ja. Schauen wir mal, und TP kommt oben durch von Naga. Ja. Wird hier den T1 auch nochmal. Oh ne, von Ani sogar. Oh ne, von Ani sogar, ja. Kann den T1 steffen, ja. Ja. Also. Lenny wird halt auch Mitte steffen, um hier nicht so viel Damage zu bekommen am Tower. Also. Man sieht ja eigentlich. Gold hier. 1700 Gold noch im Gepäck. Man hat einen 2k Goldunterschied auf den ADCs. Und Jinx, wie gesagt, ist ja hier auch ein Hyper-Carry, der eigentlich carryen möchte. Das ist kein Astral, kein Weakside-Botlaner, von daher finde ich diese Entscheidung makro-wise auch interessant, weil das machst du ja als bewusst auf sein von Jota. Das ist ja nicht so, wo Kappa dich reinforst, sondern du entscheidest dich hier, für die Objectives zu spielen, für deine Top-Seite gerade zu spielen. Und das ist meiner Meinung nach nicht the way. Ja, aber sie haben leider nicht wirklich eine andere Wahl, weil die Kaiser Nautilus sind schon ahead gekommen im Early Game und sind einfach zusammen mit der Kha'Zix so oppressive und in Fights 3 gegen 3. Also man müsste das schon zu 5 committen, um wirklich die Botlaner zu threatenen. Man bekommt hier wahrscheinlich auch den First Tower. Für diesen Tower kann nochmal die Chompas umgehen. Ja. Guck mal, die Achten. Sogar Malphite-Bot. Die sind da eigentlich im Kopf immer bei Max und so zu finden. Deshalb ist jetzt hier eingesetzt werden. Ja, man hat sogar Malphite hier am Hovern, damit nichts passiert, dass man hier das First Blood Tower bekommt. Weil man erwartet, dass eigentlich Iota hier einen Move macht, um das Snowball zu stoppen. Aber Iota versucht weiterhin auf der anderen Seite von der Map. Oder macht es sogar, bekommt was hier. Midlane Push. Wird jetzt invaded. Du hast das 3 gegen 3 gerade erwähnt. Vielleicht sehen wir das jetzt das erste Mal. Lenny hat das bessere Smite und man hat bekommen, wofür man reingegangen ist. Ja, aber Kappa auf jeden Fall respektiert hier den Mid-Move. Ja. Sehr gut da rauszugehen. Also auch wenn man stärker ist. Mit dem Yone muss man rechnen. Nächste Objective haben wir den Herald in 12 Sekunden. Man moved jetzt die Kaiser und Nautilus Mitte und das gibt natürlich die Ultimate für die Distanz. Schöner Dodge. Boah, schöner Dodge. Ja. Auf jeden Fall wichtig, dass dieser Knockup gedodged wird. Ja. Und damit die Ultimate auf Cooldown für Krypma. Genau. Und jetzt hat man alle Tools, die man braucht, den Herald zu spielen in der Mitte.
Und wird denn auch seitens IOTA abgeben müssen. Kaiser hier auf ganz vielen Schwertern und Krakenslayern. Ja. Also schon ein Item würde ich ungefähr sagen, er hätte über die Jinx. Auf jeden Fall, die wartet weiterhin auf den Mythic. Ja. Oh, Grigagon in der Rotation in die Midlane. Wird so ein bisschen gecatcht, aber da ist auch Koulibaly. Man möchte das ja hier spielen. Von oben kommt aber Naga, den hat man glaube ich nicht so auf dem Schirm. Und jetzt kommt nochmal ein Jinx und Ultimate kommt rein. Dwight Grove rettet hier den Tank das Leben vorerst. Aber dieser Engage-Sterben bezahlt man hier mit Lehrgeld. In der Zwischenzeit Lenny solo am Herald. Herald, ja. Ich würde mal kontinuierlich oben auspushen. Und dadurch wird man wahrscheinlich auch den Drake einfach spielen können hier für Kappa, ja, ne? Also T1, da kommt zwar noch Double-TP durch. Und Koulibaly hätte gleich vielleicht einen Flank. Der Herald wird jetzt sogar schon eingesetzt. Krippa ist hier, Low Shippo wird aktiviert. Wir gucken auf Koulibaly, der ist immer noch im gegnerischen Jungle, aber dem Midlane. Ja. Da kommt der erste Schatz durch, der erste Tower, der hoch um Zentimeter auf Padomi gemisst. Ja, man schaut hier wahrscheinlich nach dem Charge. Wird hier durchkommen. Pani, ja, die Healings sind genug, um dann wahrscheinlich noch zum Drake zu moven. Koulibaly. Okay, man nimmt den Tower sogar komplett. Wow. Der hoch wieder gemisst. Oh, das sind zwei kleine Upsis, beziehungsweise weiß man nicht, wie es da eskaliert, wenn die Hooks treffen. Ja, und unten hat man den T1 immerhin bekommen, weil Brady eben auch nicht dabei war, aber... Der Drake wird wahrscheinlich wieder an Kappa gehen hier. Es waren jetzt zwei Tower für einen auf der Botlane. Und Drake und den kompletten Wrap-Up-Jungle. Ja, das stimmt. Immerhin ein paar Camps genommen, aber... Ich glaube, man hat das meiste Gold hat auf dem Udyr. Und das ist nicht, was man will. Auf jeden Fall nicht. Also, der Yone und die Jinx, die verhungern hier halber. Ja, wobei Yone auch immerhin 30 CS ahead ist. Also da muss ein bisschen Gold durch Minions bekommen, ne? Durch Farmen. Stimmt auch wieder. Ja. Ja, 700 Gold vor der Seraphine. Macht jetzt halt natürlich leider in diesem Stage of the Game nicht so viel aus. Ja, man hat halt immer noch die 2500 von der Kaiser über der Jinx. Ein ganzes Item ahead. Ich denke auch, dass Kappa hier weiter das Tempo hält. Man wird auch nach dem Nash auf Spawn schauen. Ich weiß nicht, was da gerade Koulibaly's Mission ist. Ist noch in einem Red Side Jungle, aber da hat er gerade alles genommen. Ich weiß nicht, wieso, oder Lenny oder so erwartet da unten. Ja, man schaut halt nach einem Catch, dass man irgendjemand von Kappa hier off-position bekommt. Ja, Arnie zum Beispiel. Genau. Viel zu weit vorne, der Sun kommt schön durch. Endcore schön, aber da ist auch das Glänz von Brady. Ja. Genau, und da wird jetzt haben wir das auch ausgewählt. Man vielleicht sogar eine Midlane Tower. Man muss aber aufpassen, der Malphite ist unten auf einem sehr schönen Flank. Ja, ein bisschen zu... zu langsam, der Stein. Genau. Ja. Mindere wird auch zu zählen. Und das ist auch die Kaiser hier. Ja, das war's. Also ja. T1 und Catch, sehr gut gemacht. Man hat geduldig, man hat gefischt und hat hier Arnie gefunden. Ja, auch gute Zeitverschwendung für Kappa, also für Yota an Kappa. Da kommt übrigens eine Netflix-Doku raus. Arnold, Arnie. Aber dann leider über eine andere Person wahrscheinlich. Ich denke, man bekommt den Top-Lane Tower trotzdem noch, auch wenn man gerade unnötig in die Mitte gelaufen ist, von Baroque und Minderals Seite aus. Ja, die Ahnung von IOTA war da nicht schnell genug für den Top-Lane Tower. Ja, du sagst es, die Antwort war richtig zu langsam. Gut, beziehungsweise, ja, mal schauen, was jetzt auf eine Antwort folgt. Die T1-Reihe, ähnlich wie gerade, early auf beiden Seiten down, also die Map in Minute 18 schon wieder wide open hier. Ja. Und natürlich für Kappa sehr schöne Vision Control über den Nash rum. Wir haben hier noch 1 Minute und 15 Sekunden dafür. Kaiser nimmt jetzt auch, oder man wird jetzt auch ein Reset nehmen, Wars auffüllen, vielleicht noch ein halbes Item ausbauen. Und denke ich, schaut dann direkt nach dem Baron Powerplay. Oh, Arnie, Mitte. Oh, der Udyr ist wieder auf dem Flank. Oh ja, Arnie, was machst du da ohne Vision? Einfach du viel hast zu weit Tower vorne. Diesmal mehr. Oh mein Gott, und kein Flash. Ja, du gibst dir dein ganz hartestes Bot-Lead, gibst du jetzt ab, Brady, mit dem zweiten Kill. Wir gucken mal, das Gold ist schon wieder näher dran zumindest. Vor allem gibt man sein Tempo ab hier auf seitens IOTA. Kappa. Kappa. Wir können jetzt halt leider nicht die Wishen im Nashpit hier contesten. Man kann nach einem weiteren Re-Engage suchen. Lenny auch sehr gesplittert jetzt. Klaus hier den Blue Buff. Man ist zwei Level unter Krypma. Er verfehlt die Ult. Der wird aber wieder zurückkommen, aber da ist auch gleich Naga. Wird es hier nicht beim One-for-One bleiben lassen. Und bevor er zu Blastcomb kommt, ist da leider die Ultimate.
Dustin Solitaire. Leider. Mechanical Misplay. Oh, und jetzt hat man natürlich den Fight. Da kommt ein TP rein von Arnie. Schönes Schön. Encore. Auf Brady, der hat hier keinen Glanz. Da kommt direkt Baruki angerauscht. Man kriegt hier den ADC. Ja. Kill, man kriegt Pardomi. Und das sollte der Nash sein für Kappa. Ja, der Jungler lebt natürlich noch, Koulibaly. Und oben ist auch Grigagon noch dabei. Ja. Aber guter Catch. Wieder, das ist die Arnie-TP, die er Leute auf Position aufcatcht. Ja, die Midlaner wechseln sich ab mit dem Inten anscheinend, aber am Schluss kommt Kappa mit dem Nash hier wahrscheinlich raus. Udyr, man sieht ihn auf der Midlane, wird nicht stealen. On könnte mit einer Kuh. Oh, schade. Ja. Wäre auch zu schön gewesen. Ja. Dann ist er hier der Hero. Dann kriegt er eine Sektdusche, ja. Aber Koulibaly, ja, das ist ein bisschen... Nicht bei seinem Team. Ich glaube, da muss er auch jetzt, muss man ein bisschen mehr groupen auf beiden Seiten. Arnie gerade vorhin allein zweimal Catch One. Jetzt die Botlane bzw. Brady. Das ist doch schon ein richtig, richtig gutes Niveau, was diese Catches, was die Vision, was die Map angeht. Also, es macht schon echt Spaß hier zu casten. Ja, ging ja los, das Play mit, dass Grimpen mal ein Blue Buff getötet wird, obwohl keine Vision dort war. Lenny hat das einfach gerochen, ne? Ja. Und hat hier eigentlich sein Team gecarried. Ein Catch zurückgemacht allein. Mit Naga dann zusammen natürlich, aber ja, so konnten sie den Nash spielen. Jetzt haben sie natürlich die Pushing Power, müssen hier den Drake gar nicht spielen, könnten einfach durch die Base durchrennen, wenn sich Iota jetzt zu stark Richtung River postet. Ah, mal schauen. Grigagon in der Frontline. Lenny hat gleich noch einen Sandwich-Flank hier in die Backline rein. Das könnte hier sogar gut aussehen für Kappa. Ah, Lenny hat gespottet, hat sein W. Da kommt die Mailfire Ultimate. Jones ist und damit noch ab. Was ist das für ein Kombo? Und die Leute platzen. Insta Triple Kill hier für Kappa, Double Knockup, Death Charge, Nautilus, drei Leute, zack, Malphite hinterher oder andersrum, mir egal, es war auf jeden Fall beautiful anzusehen und vielleicht, das Game, na die Death Timer sind noch sehr, sehr low, zumindest wird's der Innen, wird's man hier versuchen zu finishen, 12 Sekunden auf Brady, 8 auf Badomi, ich habe schon viele Nexus-Shows gesehen, aber es könnte hier das Shame schon sein, Koulibaly, der Udi ist hier nicht aufgegangen, hat zu wenig Möglichkeiten, der tankt hier noch ganz gut, Badomi, Brady, jetzt Arupi wieder Mili. Live, der Udi ist down, man kriegt nochmal ein Shield mit an, und es sollte hier, dann drei Leute sind around, Nexus wird der Call sein. Double Knockup gegen Naga, aber Baruki, keiner auf Baruki, der hat hier Free Hits, der kann hitten. Mion geht's zum Desperate Ultimate. Nicht. Und das wird wieder die Baruki-Show sein. 8-0. Wow. 9-0-3 Double und Kill. Das war ein Stomp hier von Kappa. Trotz zweifacher In von Arnie, die einzigen Fehler praktisch im Game. Zum Glück keine 16 Minuten und 47 Sekunden. Ne? Also den Nash hat man doch gebraucht, aber sehr starke Performance hier von Kappa, also zweites Game. Durch die Bank weg, bis auf einen Catch. Konsistent gezeigt, aus was sie gemacht sind. Für mich war das wirklich überraschend. Du hast es zwar so ein bisschen auf den Draft geschoben, beziehungsweise aus dem Lead auf der Lane, hast gesagt, dadurch wäre das 3 gegen 3 auch unten schwierig. Aber was man mit der Botlane da gemacht hat, mit Brady und Pardomi, das war Cybermobbing, das war gut exekutiert, aber das musst du auch irgendwie verhindern auf der anderen Seite. Guck dir Baruki an hier. So viel war früh 3k, 4k Gold ahead über den Gegner, kann das Game hier übernehmen. Und ja, dann war es einfach die AD-Carry-Show. Man hatte gute Catches auf beiden Seiten noch, aber dann ist es jetzt praktisch explodiert. Teamfight super, super gut gespielt mit Minderell auf dem Nautilus, mit dem Malphite, der genau das gemacht hat, was er machen musste. Wurde auf der Lane gepressured, der hatte ein paar Plating-Ups gegeben. Du hast die Heralds abgegeben, aber das macht dann nichts. Beziehungsweise den zweiten Herald hast du auch noch zwei Tower mitbekommen. Also makromäßig war es hier ein questionable Game für mich auf Seiten von Iota. Dafür dürfte halt Iota Botlane gar nicht spielen einfach. Ja. Ne? Wenn der Udi sich, sobald er sich irgendwo gezeigt hat, irgendwo gezeigt hat, stand der Nautilus einfach hinterm Tower im Gebüsch und wenn Iota das weiß, sind die dann nicht mehr an den äußeren Tower vorgelaufen. Ne? Können sie ja nicht. Also stark. So, Internet News natürlich. Gucken wir nochmal. Der Richel, der mich hier anschreibt. Lukas ins Interview. Und Lenny bei einem Interview vorbeikommen. Lukas ist dann wahrscheinlich Naga. Mal schauen, ob er hier jetzt der Main-Top-Laner ist für Kappa. Oder ob er nur Stand-In war. So, dann gucken wir mal. Ah, guck mal, die haben sich auch den Iota-Spot genommen, um hier auch erster im Discord zu sein.
Ist natürlich auch. Na, nicht ganz erster. Doch. Doch. Nee, Innsport Main natürlich. Ah ja, hast recht. Ja, ja, ja. Unser Main-Team ist ja. So, einmal den guten Lukas. Zack. Und dann noch. Wer wurde noch gecallt? Guck ich nochmal. Lenny. Ah, Lenny, ja, genau. Lenny, perfekt, ja. Danke, Lukas. Wo ist denn der Lenny? Da, Akirai Grief-Account. Ei, ei. Ja, hallo, herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Ich muss noch, glaube ich, ganz kurz den Lukas mal lauter stellen. Ja, die erste Frage natürlich da zum Roster. Lukas, bist du jetzt hier der feste Toplaner für Kappa? Jo, ich glaube, Gross war wieder zurück auf Toplane. Okay. Ich bin auf der Insel. Ja, dann sehr viel Zion, sehr viel Renekton gespielt. Heute auch den Renekton ausgepackt. Wie war es da für dich im ersten Game auf der Toplane? Ja, das Matchup ist ein bisschen rough gegen Ornn. Und ich habe ein paar Mal im Early Game gegrieft, auch 2-8, glaube ich, am Ende. Und ich glaube, das Early Game haben wir einfach generell nicht gut gespielt. Aber ja, auch Lenny, du mit dem Invades hast aber auch da dein eigenes Leben für lassen müsste. Was war da los bei diesem Early Invades? Und dann natürlich auf der anderen Seite Koulibaly immer wieder dich unter Druck gesetzt. Ja, das war ja erstes Game, ne? Und ich sag mal so, der erste Early Invade war gut, da habe ich sein Blue for free gekriegt und dann First Platz. Also und habe actually Tempo gekriegt auf der Map, das war gut. Und danach habe ich einen dummen Top-Gank gemacht und deswegen konnte er mich anwenden. Und dann ist es etwas weggesnowballt. Aber wir haben die ja dann, die Teamfights, ziemlich outplayed, würde ich behaupten. Oh ja, wie kam es denn dann dazu? Also ihr wart immer wieder behind, beziehungsweise wart auch auf der Early Game kommt. Hattet ihr davor so ein bisschen Angst, dass ihr einfach outscaled werdet, unter Druck seid, viel machen zu müssen? Ihr habt ja viel Early Game gemacht, was dann aber ja auch nicht so wirklich erfolgreich war. Also wir haben eigentlich gesehen, dass unsere Comps gleich gut scalen, basically, weil wir halt Kha'Zix hatten. Und wir haben halt gedacht, Teamfights können wir, wenn wir es gut spielen, halt easy outplayen, was wir dann auch im Late Game gemacht haben. Ja, easy also, sah es aber auch nicht so wirklich aus. Ja, weil also, ja, da schon so. Teamfights also ich sag mal so, für ein 8K Deficit, ne, ja, habe ich, die Jinx durfte kein Teamfight mitspielen. Ja, wie kam es dann auch zu der letztlichen Situation mit dem Double-GA-Proc, beziehungsweise du im Split-Push? Das ist sowas, was ihr dann mit dem Nash auch übt, dann mit diesem Carry-Jungler diesen auf dieses Split-Push zu schicken, oder war das jetzt so aus dem Gameflow heraus? Alex ist einfach so ein Champion, der dafür prädestiniert ist, weil der absolut uncatchable ist, Sidelane. Und wenn meine Mitte noch ein bisschen defensiver steht und noch kurz chillt, dann ist es halt Turbo-Fein. Ja. Weil ich krieg da immer auf Free Tower und dann müssen die den End-Up deffen. Ja. Die Wound dann engage und dann bin ich noch rechtzeitig rotiert gewesen wegen Blue Smite, aber ja. Ja, dann ja, Game Nummer 2, Tables, ja, fast schon gleich geblieben bei euch, nur der Malphite, der neue reinkommt. Hat euch das so überrascht, dass ihr nochmal so viel bekommen habt, beziehungsweise haben euch die Adaptionen von Yota, zum Beispiel mit der Lulu, mit dem Udyr ein bisschen überrascht? Also wir haben einfach fest damit gerechnet eigentlich, dass die diesmal halt Toplane Strongside spielen irgendwas. Deswegen hat uns der Ornn 4-Pick eigentlich actually schon ein bisschen irritiert, weil wir gedacht haben, jetzt spielen die Yone Toplane oder so, weil der ein Toplaner eigentlich ein übelster Strongside-Toplaner ist. Ja. Ja. Deswegen waren wir ein bisschen negativ überrascht, würde ich sagen. Okay, negativ. Eigentlich war es ja gut für euch. So. Ja, für uns. Aber bei der Lulu dachten wir uns, ja, okay, die Botlane wird jetzt ja komplett free, zumindest ein Lane. Und ich meine, der Udi ist eigentlich ziemlich schlecht in unser Team, weil wir mit Kha'Zix sehr auf ihn schon sehr gut kiten können. Der kann er nur im Early Midgame so ein bisschen durch Farming und sowas wegmachen, aber hat er nicht geschafft und deswegen. Ja, generell dann sehr, sehr gut funktioniert dieser Plan, dann die Botlane zu abusen, zu zonen. Dann trotzdem noch diese 2-3 Catches wieder auf Arnie, haben die euch ein bisschen Angst gemacht? Er ist komplett runtergerannt, ich weiß auch nicht. Also kein, was der Mittler gemacht hat, aber... Also wir waren alle fassungslos, wirklich beide Male. Okay. Ja, dann vielleicht noch letzte Frage für mich, so ein Kommentar zum Spiel, was wir nicht gesehen haben gegen das Main-Team. Ihr habt jetzt nur noch die Chancen auf Platz 2 eigentlich, außer Main-Team fummelt noch irgendwo anders. Was haben wir da verpasst? Wie war es da für euch? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir hart gegrieft haben. Ja. Was haben wir da gepickt? Ja, das war ja noch nicht so on the same page. Sie sind jetzt ja, okay, wir spielen es besser zusammen, deswegen. Ja, ist der Draft, der flaggt unserem Coach. Ja, das ist okay. Okay, perfekt. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Interview. Noch eine Frage aus dem Chat vom Richel. Wann Rename hat er denn gefragt? Was, warum? Ja, weil wir haben ja keine In-Tags hier von den Top-Blendern von Jungle. Das kann jetzt bald wieder passieren. Okay. Bald. Sehr gut, hört sich gut an. Ja, dann danke fürs Interview und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ne? Ja, danke euch auch. Dankeschön. Ja, ciao.
So, Mario hat mir noch nicht geantwortet. Dann frage ich doch nochmal irgendeinen anderen. Wen habe ich dann noch? Müssen wir erstmal die ganzen Leute jetzt von IOTA adden hier. Komm. Int ready. Die haben schon Intake übrigens. Int. Ulibali. Ich habe mal den Pardon mir angeschrieben. Ah ja, stimmt, den habe ich auch vergessen. Breddy hat richtig Bock mit mir gesagt. Klingt zwar ironisch, aber schauen wir mal. Ja, der kann erstmal wahrscheinlich 10 hoch, ohne was zu ja, sagen. Ja, der kann wahrscheinlich erstmal sein Team hier flamen für diese Game Decision Game Nummer 2. Fangen wir, glaube ich, da an. Hallo, Breddy, grüß dich. Hallo, hallo, wen darf ich flamen? Dein Team, weil was war denn da Game Nummer 2 los? Du hast nicht viel von deinen eigenen T1 gesehen, oder? Ja, wir haben einfach Botlane missplayed, glaube ich. Ich glaube, das war so der Hauptfaktor. Das wäre einfach, wir hätten halt mal 2v2 schlecht gespielt und dann hat das halt hart gesnowballt irgendwie. Würdest du dann trotzdem sagen, dass wir da ein bisschen oder dass dein Team trotzdem ein bisschen mehr euch da helfen, unterstützen soll? Oder würdest du wirklich den Blame auf euch dann nehmen, dass er dann dass schon ähnlich wie auch Adrian das analysiert hatte, dann auch die Freebie-Frees natürlich schwer werden nach diesem 2v2? Ja, ich glaube, es ist einfach sehr schwer, um Bot zu spielen. Bei Mitte hat er halt Even Prio gehabt. Und wir haben halt Botlane so hart auf die Schnauze gekriegt, gerade nach dem Kill dann, dass wir einfach alle Fights verlieren, denke ich. Ja. Deswegen haben wir es dann gelassen, Bot zu spielen. Die Lulu wurde ja auch gerade schon angesprochen von Kappa, beziehungsweise der Udyr, die zwei Neuerungen, die reinkamen, die sie wortwörtlich, Zitat, negativ überrascht hat. Wie kam es dazu den Entscheidungen, nicht mehr für Rakan weit zu gehen, die ja wieder beide auch available gewesen wären? Lulu dachten wir, wenn wieder Kha'Zix gepickt wird, dann kann mich ein Lulu 10-mal besser beschützen als Jinx so. Und Lulu Jinx ist in der Theorie, sollten wir die Lane auch eigentlich härter gewinnen als mit Rakan und immer Prio haben, aber wir haben halt die Lane komplett missplayed, deswegen der Lulu-Pick. Und ja, Koulibaly hat den Udyr gefühlt. Okay. Deswegen der Udyr-Pick. Und wir wollten einfach nicht Vi-pairen mit Yone, weil wir Yone R3 hatten. Dann wollten wir halt nicht zu viel AD-Schaden einfach haben, weil da hätten wir halt AP Mitte picken müssen. Okay, back zum ersten Game, da lief es noch ein bisschen besser, da hatte dir den Rakan, der hat auch sehr gut gepeelt, nicht gepeelt, aber engaged zumindest erstmal. Ihr hattet immer wieder diese Leads, dann haben wir aber auch diese Plays von Kappa natürlich gesehen, Koulibaly ein bisschen geintet im gegnerischen Jungle, Close Fights, Catches auf beiden Seiten und dann natürlich dieser letzte Teamfight mit dem Double GA auf der anderen Seite. Kaiser mit dem einen Hero-Play, 1v3 in der Backline, wie war es da für euch? Ja, also wir haben das Game komplett geschmissen, also das war, glaube ich, der fieseste Win, den wir jemals bekommen. Also das war schon ein Trauerspiel eigentlich, immer wird irgendjemand gecatcht, auch ich, also keine Ahnung. Der erste Nash, da hat sich halt Koulibaly catchen lassen, happens so. Und dann werde ich glaube, das nächste Mal, keine Ahnung, gewinnen wir den Teamfight und dann werde ich gecatcht. Wir spielen Teamfights probable. Alle, keine Ahnung. Alle vier wird's nicht. Wie geht's jetzt so bei euch? Also ihr hattet ja auch gegen Main Team eigentlich ein gutes Showing, hattet 1-0, dann habt ihr das noch so ein bisschen 2-1 dann Reverse-Sweep bekommen, jetzt heute ein 2-0 verloren nach einem, wie du schon, also würde ich komplett unterstützen, dass hier Freewin war, das erste Game. Ja. Wie geht man jetzt damit um? Gerade im Bereich jetzt natürlich die Prime League rückt ein bisschen näher, kommen noch ein paar Games auch in den Internals. Wie arbeitet man jetzt hieran? Ja, also auf dem ersten Game aufbauen würde ich sagen, was wir gespielt haben. Zumindest das Early Game war ja gut. Dass wir gegen das Main Team verloren haben, geht halt komplett auf meine Kappe so. Bin ich ehrlich, bin alle drei Games gespendet. Natürlich weiterhin gute Besserung auch. Ja, danke schön, aber darauf kann ich das eigentlich nicht schieben. Es war wirklich, also ich glaube, so schlecht habe ich noch nie gespielt. Das war ja eine komplette ADC-Gap. Ich glaube, sonst hätten wir das auch einfach gewonnen, wenn ich nicht so runterlaufe. Aber ja, also wir sind ja auch noch relativ frisch. Frisches Team. Ich würde sagen, wir bauen einfach. Ja, stürzt euch momentan auch noch über diese Flexbarkeit zwischen Mitte und Toplane, habe ich das Gefühl. Einmal mit dieser Seju. Jetzt der Yone, der ja wahrscheinlich dann für eine Überraschung sorgen sollte mit diesem Toplane-Yone, aber vielleicht hätte er den Yone auf die Toplane geschickt auf Yone. Der Yone hat uns alle überrascht, tatsächlich. Das war das Mario Special. Ja. Marios Gifts, Marios Takes. Und dann takes er da ein bisschen viel. Nein, wir haben ja agreed über den Yone, aber wir sind uns auch einig, dass da auf jeden Fall bessere Picks auf den Slot gegeben hätte, aber. Aber ja, wir kommen schon über die Flexibilität. Ja, mal schauen, ob es dann noch Früchte trägt. Adrian, hast du noch Fragen an den guten Breddy? Ich glaube, du hast alles wirklich gefragt. Ja, und was hier müssen wir natürlich auch mal Werbung machen. Ja. Breddy streamt auch, also den könnt ihr auch gerne mal da unterstützen, reinschauen. Ansonsten, wie gesagt, gute Besserung. Nicht zu viel Blame auf dich nehmen. Blame lieber deinen Supporter, der hat heute auch nicht so
Nee, ich nehme den Blamschuh nicht. Das war auch wieder, mein Wett, die Games ist fein. Ach, ey, die ist so broken gerade. Aber es ist fein, Aber man wächst, okay, man wächst auch sagen, ne? Also, er wurde auch 1000 Mal gecatcht, explodiert und dann macht er so einen 1v3-Play in der Backline. Hat auf jeden Fall Balls bewiesen, ja. Redeemed. War gut für ihn. Ja, dann good luck beim nächsten Game. Der Rename ist übrigens auch All-Fall, kannst auch mal in dein Team mal mitgehen. Ansonsten, ja, bis dahin und schönen Abend noch. Jo, danke fürs Interview. Jo, gerne. Macht's gut, Chat. Ja. Ja, Adrian, spannende Games, dann doch schneller Ende, als ich gedacht habe. Also ich hätte nicht gedacht, dass Kappa jetzt nochmal mit dem Draft auch so einen Stomp rausholt, aber wie gerade schon analysiert worden ist, Botlane war einfach mindere Baruki-Show, sehr consistent, sehr gut gespielt und die waren wirklich on fire heute. Genau, also das zweite Game ist so gelaufen, wie ich es erst erwartet habe. Wie ich es eigentlich beim erst erwartet habe. Ja, und das erste Game hat man durch gute Teamfights sich zurückreißen können. Und ich mag auch diese Confidence aus dem Interview. Immer dieses hart gegapped oder free win. Das ist schon die richtige Formulierung hier. Also man muss ja auch solches Mindset haben, um wirklich auch Dominanz zu zeigen. Und ja, Kappa sieht auf jeden Fall sehr scary aus. Jetzt müssen wir das nur noch das Problem Richtung Consistency, Richtung nicht so viel gecatcht werden vielleicht. Und ich glaube, Kappa kann wirklich ein Div-3-Kandidat hier auch werden. Mal schauen. Ist natürlich alles zu kurz Musik. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch wir danke fürs Co-Casting. Sorry nochmal für die Verspätung. Da bin ich ein bisschen reingekommen. Vielen Dank natürlich auch an den Twitch-Chat. Also die Zahlen waren heute wieder an euch. Ja, ordentlich. Sehr, sehr ordentlich. 40, 50 sind immer richtig, richtig nice to have. Ja, intern, es geht natürlich weiter. Games morgen wäre ein Tiebreaker zwischen Arctic und River runter. Ich weiß noch nicht, um 11 Uhr morgens. Wer spielt denn da League of Legends? Nachschauen. schauen wir mal. Internals, wie gesagt, gehen in die finale Phase. In 2 Wochen ja dann die Kali und der neue Split in 3-4 im Anfang Juni. Bis dahin, vielen, vielen Dank auch fürs Zuschauen. Ich schaue nochmal, wo wir euch hinraiden. Und ja, da wünsche ich euch natürlich nochmal auch einen schönen Abend. Macht's gut, bleibt gesund, gute Besserung. Und oh, bis ich kann nochmal mein Abo teilen, merke ich gerade. Zack, wie viele Monate sind es schon? Ah, immerhin, ne? Perfekt. Kuss auf die Punkt. Bis zum nächsten Mal. Auf die Backe natürlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So. Raid, wer ist denn da noch on? Wir sehen Capital United Esports als E-Sport-Team von unseren Jungs. Sioha, Bastion, Techno on. Ich glaube, die haben wir alle schon letztens geradet. Ich glaube, wir gehen mal zu Capital E-Sport, die haben, die sind im Bootcamp und die haben einen coolen Titel, aber das ist gerade Be Right Back. Oh, die spielen gegen Hollow Innsport? Was? Warum spielen die denn gegen Hollow Innsport? Da wollen wir doch mal rein, ne? Okay, wollen wir mal machen. Rein da. Dann unseren Jungs natürlich die Daumen drücken, wieso oder weshalb da auch immer. Aber ja, bis dahin. Ciao.